Hallo, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Willkommen bei Tacheles. An all diejenigen, die gerne über die Tagesschau hinausgucken, die sind jetzt genau richtig hier. Wir gucken zurück auf die Nachrichten der letzten zwei Wochen und natürlich schwerpunktmäßig ganz klar der Skandal um die abgehörten Protokolle. Ganz Deutschland regt sich darüber auf, dass wir abgelauscht werden. Aber was der Rest der Welt darüber sagt, das kriegt in Deutschland irgendwie niemand mit. Also genügend Stoff, um darüber zu sprechen, wie immer mit Thomas Röper aus St. Petersburg. Und hier ist Tacheles mit Röper und Stein. Thomas, grüß dich. Ich hoffe, dir geht's gut. Du hast schon gesagt, du bist heute nicht so gut drauf. Was ist passiert? Du, ein bisschen übermüdet und vor allem Erkältung eingefangen. Ich bin gerade ein bisschen... Ich könnte jetzt noch gut ein paar Stunden schlafen. Also okay. Also dann bin heute ein bisschen neben der Spur. So. Dann versuchen wir es gut durchzukriegen. Aber lass uns doch dann gleich einsteigen in die Themen. Ich glaube, wir haben Wichtiges zu besprechen, vor allem was hier in Deutschland passiert ist. Aber bevor wir über die ganzen Themen sprechen, die so wichtig sind, noch ein viel wichtigeres Thema, nämlich was gerade in Gaza unten passiert. WHO meldet also jetzt tatsächlich schon die ersten Hungertoten in dem Gazastreifen. Also nicht nur, dass die Anzahl der Toten jetzt schon auf über 30.000 gestiegen ist, größter Teil Frauen und Kinder mit über 100.000 Verletzten wahrscheinlich schon und Vermissten, sondern jetzt auch schon wirklich so wenig Lebensmittel da drin, dass Menschen verhungert sind. Und ich höre wenig Aufschrei im Westen bisher. Ja, das ist so. Das kommt so nebenbei. Israel hat ja Gaza abgeriegelt. Die ganzen israelischen Grenzpunkte sind dicht. Und was über Ägypten kommt, da haben die Israelis auch noch Finger drauf, weil die kontrollieren mal, was nach Gaza geht. Das heißt, die lassen nur wenig Hilfskonvois durch. Laut Meldung reicht das nur für 10% der Bevölkerung. Seit Dezember wird gemeldet, dass 570.000 Menschen akut Hunger leiden. Und inzwischen haben Teams der UNO, der WHO die ersten verhungerten Kinder gefunden in Gaza, also das heißt die ersten Hungertoten, und eine gute, ja gut 600.000 Menschen sind vom Hunger bedroht. Das große Sterben dürfte da jetzt losgehen. Weil jetzt, ich meine, aber es ist kein Völkermord, das darf man nicht sagen. Jetzt fängt der Frühling an und die könnten was anbauen, aber die können ja nichts anbauen. Die haben weder Saatgut noch Maschinen noch irgendetwas, ja, da ist alles kaputt. Ich habe vor kurzem mit einem Kapitän gesprochen, der über Gaza geflogen ist auf dem Weg nach Fernost, und der hat gesagt, wenn man da runterschaut aus 12.000 Meter, ist das ein einziges schwarzes Loch, weil außenrum überall Lichter, Industrie, Beleuchtung, Stadt, Leben und so weiter, und dann sieht man den Gazastreifen da am Mittelmeer einfach dunkel und ab und zu sieht man es hell aufblitzen. Also es muss ein unheimliches Gefühl gewesen sein oder ein Anblick gewesen sein, da drüber zu fliegen. Und in dem Moment ist mir erstmal klar geworden, was das heißt, da zu leben ohne Strom, ohne Wasser, ohne Perspektive. Also es ist ein riesengroßes Unglück, was da jetzt passiert. Und ich wage mal zu prognostizieren, dass das nicht zum Vorteil sein wird für Israel in der nahen und längerfristigen Zukunft. Das ist eine ganz verheerende Entwicklung, gefällt mir überhaupt nicht. Also bin ja nicht der Einzige. Jeder, der da zuguckt und ein bisschen empathisch ist, kann da nicht einfach nebenbei stehen und sagen, oh mein ja, der 7. Oktober rechtfertigt alles, weißt du so. Ja, es ist, wie gesagt, also wenn noch irgendein Beweis wollte, dass der Westen mit zwei Lamas misst, hier ist er. Ne? Also inzwischen hat Israel das Dreifache an Zivilisten in ein paar Monaten weggemetzelt und dann kommen dann nächstes wahrscheinlich 500.000 Hungertote dazu. Das Dreifache wovon? Das Dreifache von? Ja, von dem, was in der Ukraine in zwei Jahren an Zivilisten gestorben ist. Ist auch nicht schön, aber irgendwie sieht es im Westen so aus, als würde, sagen sie auch, Putin will ja Völkermord in den Ukrainern machen, nur irgendwie ist er dazu wohl zu blöd, muss aber Israel in die Lehre geben, zu lernen, wie das geht. Ist schon verrückt. Ich will es gar nicht weiter aufmachen, nur wichtig. Wir haben ja eben die Sendung hier durchsortiert und wir haben gesehen, dieses Thema, es wird ja heute sehr Russland-Ukraine und Telefonat, lastig die Sendung. Diese Meldung passt einfach nirgendwo anders rein, deshalb haben sie jetzt erstes genommen. Da ist nicht viel zu sagen, die Zahlen sprechen für sich. Dann weiter zum aktuellen Thema. Lass uns einsteigen in diese ganze Abhöraffäre. Die ist ja jetzt fast genau eine Woche alt. Wir zeichnen auf heute am 7. März, Donnerstag. Und morgen, wenn die Sendung dann online geht, hier Tacheles, dann ist es genau eine Woche.
dass das rausgekommen ist. Ich habe mit dir letzten Freitag telefoniert am Nachmittag, wo die Meldung kam, kurz bevor das Audio-File dann auch veröffentlicht worden ist. Und ich weiß noch, wie wir da gesagt haben, so jetzt wird es interessant, wie die deutschen Medien melden werden. Also es wurden dann insgesamt 12, 13 Stunden, bis überhaupt die ersten Meldungen kamen. Und ich erinnere mich, dass wir eigentlich oder dass du ziemlich gut gelegen bist mit deiner Voraussage, dass das Thema an sich überhaupt nicht zur Sprache kommt, sondern also der Inhalt des abgehörten Gesprächs wird nicht zur Sprache kommen, wird nicht thematisiert werden, sondern nur, dass es passiert ist. Und voilà, seit jetzt einer Woche haben wir eigentlich nur die große Aufregung, aber um was es geht eigentlich, weiß in Deutschland noch niemand, der nur Nachrichten schaut, der nur Mainstream-Medien holt. Ja, das ist, aber gut, das ist ja nicht neu. Das ist ja das Prinzip, was sie immer machen, was man immer wieder sieht, wenn Dinge rauskommen, die für den Westen schlecht sind. Ne, also das kann man, konnte man auch bei Nord Stream sehen, als Hirsch seinen Artikel gebracht hat. Da kam nur Meldung, Hirsch ist ein Spinner, der hat was geschrieben, aber das ist alles doof. Was er geschrieben hat, wie er argumentiert hat, weiß bis heute kein Mainstream-Mediennutzer. Und darum war es klar, dass sie es hier genauso machen. Das ist einfach, das ist deren Prinzip. Ne? Das ist das berühmte Lückenpresse. Wenn was nicht ins Bild passt, dann wird abgelenkt. Es ist aber auch ultra erfolgreich, muss ich sagen. Also Hut ab, Respekt. Ich höre ja auch jeden Tag immer wieder mal verschiedene Quellen, Nachrichten im Auto oder Tagesschau, Tagesthemen, so kurz die ersten drei, vier Meldungen. Länger hält man es eigentlich fast nicht aus. Aber es ist wirklich gut gemacht, in Anführungszeichen, also gut für das, für den Zweck, was es beabsichtigt, dass der Inhalt weiterhin verschleiert wird und das Empörungsmanagement über diesen Abhörskandal dafür die Oberhand hat. Sämtliche Meldungen gehen nur darum, was das jetzt an Konsequenzen hat für die Bundeswehr, was das bedeutet, wie wir aufgestellt sind, ob da jetzt dann eben Maßnahmen ergriffen werden müssen, und. Also es ist ein Schmierentheater, eine solche Rumeierei und leider muss ich echt sagen, es verfängt bei vielen Menschen. Oh. Es ist ein geübtes Prinzip. Wie gesagt, erleben wir immer wieder. Darum war es auch nicht weiter schwer, da vorauszusagen, was die Medien bringen. Ja, es ist immer das gleiche Prinzip. Also die Deutschen wissen nicht, was besprochen wurde. Sie wissen nicht, wo das Problem ist. Also sie wissen nur, der böse Russe hört uns ab. Riesenthema. Abhören unter Freunden geht gar nicht. Also das war was anderes. Das geht doch. Wenn die Amerikaner abhören, ist es kein Problem. Wenn die Russen abhören, brennt die Luft. Tja, und dabei haben die Russen ja nicht mal so wirklich streng abgehört. Ich meine, da war ein Trottel so blöd von Singapur wahrscheinlich, sich aus dem WLAN einzuwählen. Ich habe einen Kumpel, der macht so ein bisschen Cybersicherheit und der hat lustige Programme mit denen. Der muss ja wissen, was da kommt. Und er hat ein Programm, wenn der in ein Café geht, kann er sich übers WLAN einwählen. Und dann hat er Zugriff auf alle Handys, die im WLAN sind. Er kann alles rausziehen. Also man muss erstmal so doof sein, sich überhaupt vom WLAN anzusetzen, unabhängig davon, über welche Plattform man sich telefoniert haben. Allein, dass sich so ein Penner in Singapur übers WLAN einwählt und dann meint, er muss Bundeswehrgespräche führen. Ich meine, auspeitschen. Echt? Das ist sowas von blöd. Also es geht ja um den Brigadegeneral Grafe, Gräfe heißt er, glaube ich. Der war auf einer Luftfahrtmesse in Singapur. Und ich habe jetzt gerade gestern von einem Kommentar gehört, so nach dem Motto, eigentlich weiß jeder, wenn es irgendwo Luftfahrtmessen gibt, dann wird ja nicht nur zivil ausgestellt, sondern auch Militär. Sondern das heißt, da springen nicht nur viele Rüstungslobbyisten und Militärs rum, sondern auch dementsprechend viele Leute mit Abhörmöglichkeiten und Abhörinteresse. Also jedes Hotel in der Nähe von so einer Luftfahrtmesse weiß man eigentlich in Geheimdienstkreisen oder in Militärkreisen, da wird man abgehört. Das weiß man eigentlich. Bei der Bundeswehr war das offensichtlich nicht so und es ist ja jetzt auch vom Wording her so, dass es auf einen individuellen Anwenderfehler zurückzuführen ist, dass das Gespräch abgehört worden ist. Also nur ein Teilnehmer, der in Singapur, der bestimmt jetzt lange auf seinen zweiten Stern warten muss, ja, der hat da quasi das verbockt und hat sich eingewählt und ich weiß jetzt nicht, ob diese Meldung stimmt, aber es ist mal kurz aufgepoppt, dass angeblich diejenigen, die abgehört haben, sich sogar in die Konferenz als Teilnehmer mit eingemeldet haben. Nein, das war Das Verarsche. stimmt nicht. Das war Das ist Verarsche. Verarsche. Das sind die russischen Videos, die hier im russischen Internet rumgehen, wo sie Gott also sei da Dank.
Ich habe schon gezweifelt. Ich Da haben habe die schon das Ding gezweifelt. durchlaufen lassen. Und dann, also, war sogar falsch. Haben sie sogar extra irgendwie gefaked. Und dann, oder war das Deutsch? Ich weiß es nicht. Mit russischem Akzent. Guten Tag, jetzt KGB, hör mit. Ja, halt Mund, wir müssen weiterreden. Und dann, das war Ja, nein, Verarsche. nein, das war klar Verarsche, aber die Meldung vorher, da hat sich nichts bestätigt, ja. Nein, wir haben da das Transkript. Da ist ja keiner drin. Okay. Ja, also als stummer Teilnehmer sozusagen war da das Gerücht. Also habe ich nichts von gehört, glaube ich auch nicht. Also Ist auch brauchst du egal, abgehört worden ist es und ja, und vor allem, wenn das stimmt, was Sie sagen, dass Sie da über Webex telefoniert haben. Also ich meine, dass diese ganzen Videoplattformen über die, also hier, wer meint, er kann über Zoom was Privates besprechen. Zoom wird von der CIA KI komplett durchgewählt. Also und wenn es dann Leute gibt, die machen ihre Firmensitzung, wo sie vielleicht irgendwas Delikates besprechen über Zoom, die sind also allein blöd. Das ist Industriespionage ist da drin. Man macht sowas nicht über solche Videoplattformen. Und der sich jetzt, also wenn sie die benutzt haben, war das eh schon der Fehler. Und dann auch noch aus dem WLAN im Hotel, also doppelt doof. Aber dann lass uns doch zu dem Inhalt kommen, der bisher nicht thematisiert worden ist in den deutschen Medien. Um was ging es? Angriffe mit Taurus-Waffen auf russisches Hoheitsgebiet, aber so wird ja argumentiert jetzt auch, das ist ja gar nicht russisch, das ist ja ukrainisch, also können die NATO-Länder auch darüber sprechen, wie sie der Ukraine helfen, ihr eigenes Territorium zurückzubekommen. Also erfüllt es auch nicht den Tatbestand der Planung eines Angriffskrieges, was nach deutschem Recht verboten wäre. Und das Wording, also sprich die Lesweise von diesem Gespräch, wird ja dann auch, wenn es mal kurz erwähnt worden ist, in den Medien so gesagt, ja, das ist ja nichts Geheimes, was da besprochen worden ist, sondern das ist ja allgemein bekannt, dass man strategisch über solche Dinge nachdenkt. Und ich meine, auch es sind Militärs, über was sollen die reden? Über die Ausstattung der Gartenlaube. Natürlich sprechen die über Einsatzszenarien, aber es geht ja darum, wie und was sie da genau gesagt haben. Was ist für dich das Auffälligste gewesen von dieser ganzen Unterhaltung? Ja, zunächst mal ist das, was du gerade gesagt hast, was die Medien da erzählen, eine Lüge. Spätestens bei den Munitionsdepots, die sie beschießen wollten, die waren eindeutig nicht auf Gebiet, das irgendwer der Ukraine zurechnet. Das war russisches Hinterland. Also da geht schon mal los. Ja, also auffällig war, wie offen sie darüber gesprochen haben, wie man die deutsche Beteiligung, die wussten, der eine hat es ja so gesagt, beteiligt ist beteiligt. Also wie sie die deutsche Beteiligung verschleiern wollten. Die haben ja sich mehrere Wege überlegt. Das Problem ist, die Taurus-Raketen sind komplizierte Programmieren. Es dauert ein Jahr, die Ukraine auszubilden. Wenn sie die jetzt vorher einsetzen wollen, dann müssen sie dazu arbeiten. Das heißt, sie müssen, wie sie sagten, in Büchel die Einsätze planen. Und dann haben sie drei Möglichkeiten besprochen, wie man das verschleiern kann. Entweder man schaltet einen Hersteller dazwischen. So nach dem Motto, wir können nichts dafür, das ist alles der Hersteller-Helpdesk, wobei sie zum Helpdesk dann zwei Bundeswehrfritzen schicken wollten. Oder sie sagten, sie fahren die Daten mit dem Auto aus Polen in die Ukraine, was dann über zu lange dauert, Zeitverzögerung. Oder sie sagten, na komm, geben wir es den Briten, die machen das mit den Storm Shadows sowieso schon. Also das heißt nur nebenbei gesagt, die Briten sind eh schon am Krieg beteiligt, dann können die auch unsere Drecksarbeit mitmachen. Die drei Szenarien haben sie besprochen. Man muss ja fairerweise sagen, dass sie irgendwann gesagt haben, okay, das ist ja alles gut und schön. Das Problem ist, die Politik wird das wohl nicht mitmachen, weil ne, die Politiker wollen sowas wohl nicht. Aber trotzdem, also sie haben es ausführlich besprochen, wie sie in einem Krieg gegen Russland heimlich hinter den Kulissen mit Krieg spielen können. Das Einer hat war sogar ganz gesagt, eindeutig. stell dir mal vor, Ja, das kommt an die Presse, hat sogar einer gesagt, ja. ist Wohl blöd. wissend, dass das, was Sie gerade besprechen, alles andere als legal ist. Ja gut, das ist ja, ne, Staatsanwalt wird ja nichts machen. Jetzt sind ganz schlaue Leute dabei, stellen Anzeigen, 146, 147 GVG. Da wird der Staatsanwalt sagen, da ist nichts anzuzeigen, also wird gar nichts passieren. Aber wie gesagt, also der Punkt ist, sie haben zugegeben, offen gesagt, Briten sind schon da, Briten sind bereits am Krieg gegen Russland beteiligt. Sie haben darüber gesprochen, wie sie es selber auch machen können, ohne dass es auffällt. Sie haben auch gesagt, ne, wir laufen ja ganz viele Leute mit amerikanischen Akzent in Zivilklamotten rum, also spricht auch die Amerikaner sind mittendrin. Das haben sie alles so nebenbei als offen erzählt, war sehr aufschlussreich. Was auch ein Riesenaufreger bei den Alliierten war, also sprich Franzosen und
Engländer und so weiter und auch Amerikaner. Ich hätte gerne im Pentagon mal Mäuschen gespielt, um zu erfahren, wie die da reden und welche Kraftausdrücke die über die deutschen Soldaten benutzt haben. Und wir sprechen ja jetzt hier wirklich auch vom Inspekteur Luftwaffe, also der dabei war, einer der vier höchsten Generäle in der Bundeswehr, Chef einer ganzen Teilstreitkraft und dann eben auch noch ein Brigadegeneral. Da gibt es jetzt auch nicht so viele. Wie ist das angekommen in deiner Wahrnehmung bei den anderen Streitkräften? Ja, also es gab sogar Meldung, dass westliche Geheimdienste die Zusammenarbeit mit den deutschen Geheimdiensten einschränken, weil sie denen kein Wort mehr vertrauen. Die Briten sind sowieso stinksauer. Gab es ganz viele Meldungen. Im Grunde, Scholz muss weg, der ist zu doof, seinen Laden im Griff zu halten und so weiter und so fort. Also es war schon, die sind alle nicht begeistert. Das kommt auch in Deutschland nicht wirklich rüber in den Medien. Welchen Aufriss das auch im Westen macht. Also da ist schon einiges los. Jetzt aber nochmal zu dem Thema, was hätten diese Waffen denn eigentlich genutzt oder was würden diese Waffen bringen? Es wird ja so getan, als wären sie der große Spielewandler, Gamechanger, kann man das so übersetzen? Also sprich, die große Kehrtwende im Krieg, so wie Leopard, soll der Taurus sein, Hofreiter und Co., Strack-Zimmermann und wie sie alle heißen, Kiesewetter, die sind ja richtig geil drauf, dass das Ding jetzt endlich zum Einsatz kam. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast im ZDF Kika, diese Kindersendung, die die Geil, Waffen ne? mit den animierten Gesichtern da gezeigt hat, so nach dem Motto, oh, ihr Storm Shadows, könnt ihr nicht kommen in die Ukraine und so, wir sind doch schon da. Unterstes Niveau, wirklich. Kinderindoktrination, unterstes Niveau. Aber was hätte es denn gebracht, jetzt strategisch, wenn wirklich 10, 20 Raketen auf der Krimbrücke eingeschlagen wären? Wäre das Ding dann für immer verloren oder hätte wieder 3 Jahre aufgebaut werden müssen? Und was würde das dann für die russische Versorgung der Krim bedeuten? Ja, also die können natürlich so eine Brücke sprengen und dann kann man sie neu bauen. Das ist klar. Die Krim kann inzwischen auch über Land versorgt werden. Es gibt ja inzwischen den Landkorridor durch die, na, da an Mariupol vorbei auf die Krim. Also von daher, es wäre sehr ärgerlich, es wäre sehr teuer, aber letztendlich kann man den Verkehr längst auch durch diese ehemals ukrainischen Gebiete durchleiten, zumal. Ich bin ja immer wieder begeistert, wenn ich da bin, wie schnell die bauen. Die Straßen sind da alle nagelneu. Also das ist nicht mehr, sind nicht mehr diese ukrainischen Kraterlandschaften, die da 30, 40 Jahre verfallen sind. Von daher, der Verkehr könnte da fließen. Es wäre ein Umweg, aber es wäre alles machbar. Wäre ärgerlich, wäre teuer, aber wäre machbar. Wenn ich das technisch richtig verstanden habe, dann hat der Taurus-Marschflugkörper die Eigenschaft, dass er um einiges präziser ist wie Storm Shadow oder Scalp, was ja fast das gleiche ist, nur ein anderes Land anwendet. Jetzt pass mal auf, wenn, sagen wir mal, 3, 4 von diesen Storm Shadows wirklich die Brückenpfeiler zerstören würden, dann wäre das schon komplett weg, oder? Nur mal, um es technisch nochmal festzuhalten. Ja, und wie gesagt, also die zentralen in der Mitte, die Brückenpfeiler, da ist dann eine Hängebrücke. Also es ist so, wenn du weghaust, bricht die Mitte der Brücke weg, klar. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass das ein ziviles Infrastrukturprojekt ist, wo auch immer sich Hunderte von Zivilisten drauf befinden, je nach welcher Tageszeit. Bei dem großen Anschlag mit dem LKW sind ja auch Zivilisten zu Schaden gekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Ein Ehepaar, glaube ich, ist gestorben, die Tochter schwer verletzt. Kann das sein? Da gab es auch schon 2 Anschläge auf diese Brücke Ja, bisher. Ja, klar. ja. Gut, klar. Ich meine, ist eine zivile Brücke, ist vor allem ziviler Verkehr. Ich bin über die Brücke ja auch schon ein paar Mal gefahren. Das auf jeden Fall. Gut, wird auch natürlich fahren auch Militärtransporte rüber, keine Frage. Aber es sind in erster Linie LKWs für die Versorgung der Krim, sprich Lebensmittel etc. Und zweitens Passagiere. Es ist ja auch noch eine Eisenbahnbrücke dabei. Also wenn so ein Zug ins Wasser fällt, das ist auch nicht nur der Lokführer und der Schaffner weg, ne? Ja, genau. Also das, aber du hast noch gefragt, was es denn bringen würde, die Taurus einzusetzen. Das fand ich sehr lustig, weil das haben die Generäle ja gesagt. Der Herr Gerhardz, also der Chef der Luftwaffe, sagte wörtlich, das ist natürlich, dass es klar sein muss, das wird den Krieg nicht ändern. Ist denen selber bewusst, dass Das das kein. hat er in dem Gespräch gesagt. Also die wissen sehr genau, dass die Taurus-Raketen am Krieg überhaupt nichts ändern. Also es ist, ne, Einfluss ist nichts. So. Es ist also wirklich, das ist was die deutschen Falken, die diese Taurus fordern, was die erzählen, ist also glatt gelogen. Es wird im Krieg nichts ändern, es wird den Russen ein bisschen wehtun.
Die Russen lernen aber auch die Dinger abzuschießen. Die schießen die Storm Shadows und so weiter, schießen sie ja inzwischen auch reihenweise vom Himmel. Also ungefähr 80% habe ich aufgeschnappt, kommen, Ich werden weiß es zu sein. runtergeholt. Du müsstest, wenn du 20 quasi treffen möchten, dann müsstest du wie viel mal mehr schießen? Also da, so viel gibt es gar nicht. Ne? Wir können Bei maximal. 80%, wenn die 80% stimmen, müsstest du für 20 Treffer 100 Raketen verballern. Und so viel haben wir gerade mal einmal, ne? Und das war's dann. Ja, wie gesagt, das Problem ist ja auch, das haben sie auch gesagt in dem Telefonat, es ist nicht ganz einfach, weil ne, sie sagten ja, sie brauchen da, weiß ich, 10, 20 Raketen, um die Brücke wirklich wegzuhauen. Jetzt haben die Russen, die Ukrainer haben gar nicht so viele Flugzeuge. Ja, du Das kannst haben es sie ja auch nicht vom gesehen. Boden starten. Du musst immer an einen Flieger hinhängen und dann passen maximal zwei hin, wenn ich das richtig gesehen habe. Oder sogar ein, ich weiß es gar nicht, ich glaube, die hängt unter dem Rumpf. Wie auch immer, auf jeden Fall haben sie auch gesagt, dass die entsprechenden Flugzeuge, die Ukrainer haben, die dafür ausgerüstet werden können, im einstelligen Bereich liegen. Also da ist weniger als 10 von den Dingern über. Okay, heißt also, da um wirklich 10 ans Ziel zu bringen, müsstest du 50 hochschicken. Und dazu brauchst du dann natürlich so und so viele Einsätze, das logistisch auch. Stell mal vor, wenn eine Rakete wirklich einschlagen würde, was da an zusätzlichen Abwehrmaßnahmen dann von den Russen eingeleitet wird, da kommt ja dann so gut wie nichts mehr durch, wenn die dann wissen, okay, jetzt kommen sie, jetzt sind wir alle da, ja. Ja, also gut, ich meine, sie können die Brücke, könnten sie sicherlich zerstören, aber also was ich auch spannend fand, oder was die Medien auch immer erzählt haben, es wäre ja alles gar nicht so gewesen und die hätten ja nur hypothetische Sachen besprochen. Man kann in dem Gespräch sehr schön hören, dass es nicht hypothetisch war. Der eine General hat ja gesagt, er hat sich's angeguckt, der hatte schon drei Flugrouten vorbereitet, wie man da hinkommt und so weiter. Also das war nicht hypothetisch, das war eine komplette Einsatzplanung. War das eine Auftragsarbeit oder sind die einfach mal so in der Freizeit zusammengekommen? Hey Leute, ich bin General, ich hätte mal eine Frage an euch. Also, wie ich das verstehe, war das deren Initiative. Ohne dass irgendwie von Berlin oder von der Harthöhe, also vom Verteidigungsministerium selber, von Pistorius da so eine Machbarkeitsstudie kam. Es ging ja darum, eine Präsentation für den Minister vorzubereiten. Ja, aber wie gesagt, das ist ja wohl so, dass der Minister damit jetzt vor kurzem die Ecke gekommen ist und die offensichtlich vorher vorbereitet waren. Also, die haben das anscheinend selbst auf eigene Faust schon durchgespielt. Dann könnte man sie ja eigentlich auch leicht fallen lassen, oder? So nach dem Motto, war deren eigene Initiative, sie sind schuld, das war nicht unsere Politik, deswegen kriegen die auf die Finger geklopft. Der Ingo Gerhards wird jetzt abgelöst als Inspekteur, der darf in Ruhestand, der andere wird irgendwo verbunkert in irgendeinem Ja, Luftwaffendepot. können Sie ja nicht machen. Zunächst einmal würden Sie dann ja zugeben, was da alles passiert ist. Und dann würden Sie letztendlich politisch gesehen, würden Sie ja so empfinden, als wären Sie vor den Russen, die das rausgehauen haben, eingeknickt und so weiter. Also das heißt, was hinter den Kulissen ist, hast du schon gesagt, das ist der spannende Teil. Und ich sage ja immer, dann warte ich mal ein halbes Jahr. Also die werden jetzt nicht reagieren. Aber ob der Gerhard vielleicht im halben Jahr in Rente geht, wenn ein bisschen Staub drüber gefallen ist. Warten wir es mal ab. Jetzt können Sie es nicht machen, schon aus politischen Gründen nicht. Das Zeitgleich wäre. mit dieser Enthüllungsgeschichte, mit diesem Skandal, mit diesem Abhörskandal, kam ja auch von Macron so diese Äußerung, so nach dem Motto, ja, also eigene Truppen in die Ukraine, keine so blöde Idee, weil wir müssen ja unbedingt unterstützen und weiter gucken, dass der Ukraine gut geht. War das ein bewusstes Signal, das da ausgesendet wurde von Macron, um die Debatte sozusagen jetzt voranzubringen? Weißt du, speziell nach der Verschiebung des Overtone-Fensters, das Unsagbare dann plötzlich irgendwann doch akzeptabel zu machen? Das ist eine ganz spannende Geschichte. Ich erinnere daran, wir hatten das im Januar, war das? Da, ich meine, es war Januar. Gab es eine Meldung, die Russen hätten irgendein Wohnhaus in Charkow zerschossen. Die Russen haben gemeldet, ja, es war aber jetzt nicht wirklich ein Wohnhaus, sondern das war irgendein ja, eine Unterkunft. Und sie haben dabei 60 französische Söldner weggeschossen. Ob das Söldner waren, ist die große Frage. In Russland wird ja eben spekuliert, dass das eher Fremdenlegion war. Also offiziell französische Armee. Was ja auch eben dazu passt, dass ne, die Generäle mal eben nebenbei zugegeben haben, dass die Briten und Amerikaner da in der Ukraine schon unterwegs sind.
Es kann also sein, dass Macron auch irgendwie sich schon absichert für den Tag, an dem er etwas zu viele Zinksärge erklären muss, die aus der Ukraine zurückkommen. Ist gut möglich. Aber wie gesagt, letztendlich müssen sie anscheinend oder wollen sie die Öffentlichkeit darauf vorbereiten, dass sie da Soldaten haben. Und die sind ja schon da. Das ist ja das, was im Westen nicht kommt. Die sind ja schon da. Das ist ja in Russland, also in Russland ist das ja nicht neu. Das ist ja in Russland ein offenes Geheimnis. Die haben genug Söldner, Ausländer also gekriegt. Die haben Uniformen gefunden, NATO-Uniformen und so weiter. Und wie gesagt, von der Bedienung her, kommen wir auch noch drauf, die Storm Shadows bedienen die Briten. Bei den Patriot-Systemen sind die Russen auch ganz sicher, dass es nicht die Ukrainer sind, die die Dinger kommandieren und bedienen. Also bei der Flugabwehr. Da ist einiges im Argen. Also von daher, es kann also gut sein, dass es auch ein Stück weit Vorbereitung ist auf das Eingeständnis dessen, was ohnehin schon ist. Oder eben dann irgendwann sagen, ja, wir haben dann Soldaten hingeschickt und naja, kommen ein paar Zinksärge zurück. Also das gibt es ja auch schon lange, das Gerücht, dass etliche NATO-Generäle oder höhere NATO-Offiziere da in der Ukraine bei irgendwelchen Kampfhandlungen zu Tode kamen, weil es eine signifikant auffällige, statistisch auffällige Erhöhung gibt von Unfällen von solchen Soldaten. Zum Beispiel mit dem Flugzeug abgestürzt, beim Jagen verunglückt, in den Wäldern verlaufen und nicht mehr gefunden. Also es gab, ich weiß nicht, ob sich das bestätigt, aber es gab schon mehrfach Meldungen, die aufgepoppt sind, dass wieder mal plötzlich ein Oberstleutnant oder auch General irgendwie einen Fliegerabsturz hatte, ein ganz normalen Sportflugzeug abgestürzt ist. Könnte durchaus sein, also jetzt reine Spekulation, dass man schon versucht hat, diese Gefallenen da zu kaschieren, mehr oder weniger. Spekulation. Also ich meine, wir erinnern uns vor 2 Jahren Asowstal. Da gab es ja sehr eindeutige Meldung, dass da offensichtlich bei Asowstal auch westliche Offiziere drin waren. Kam dann aber nie wieder was, ne? Ja, es kam nie was. Also es ist auch nur Spekulation. Also in Moskau auf den Korridoren wurde gesagt, die gab es, haben wir eingesackt. Da kann man auch sich die Frage stellen, es gab ja einige geheime Gefangenenaustausche. Was da wirklich ausgetauscht wurde, ist auch noch die Frage. Also das ist alles spekulativ, aber dass die da sind, also ja, wer will das bestreiten? Auf jeden Fall hat das Potenzial, zu einem der größten Politskandale zu werden, oder es schon ist, ja, die Medien berichten nicht drüber. Jetzt die Reaktion auf russischer Seite. Jetzt plötzlich wird klar, dass die Deutschen mit Offensiv Waffen versuchen hier russische Infrastruktur zu treffen. Wie wird das in der russischen Bevölkerung, vor allem auch in der Regierung, aufgenommen? Was sind da die ersten Konsequenzen, die gefordert werden? Da bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Also das ist, die Russen sind stinksauer, ist klar. Also für die Russen, ne? Wie gesagt, man muss sich das immer vor Augen führen. In Deutschland ist ja als Zweiter Weltkrieg 6 Millionen tote Juden. Was vergessen wird, ist 27 Millionen tote Sowjetbürger. Ja, ne? So, das heißt, es ist für die Russen ist dieses ganze Thema deutsche Panzer im Donbass und jetzt am besten noch deutsche Raketen auf die Krimbrücke, das ist für die Russen ganz, ganz rotes Tuch. Das heißt, entsprechend deutlich sind auch die Reaktionen. Also es wurde ja der deutsche Botschafter einberufen ins Außenministerium, wobei die Deutschen sagen, nee, nee, das war ein Routinebesuch. Er war ein bisschen Weiß schmallippig, genau. ne? Dein Kollege Dominik hat ihn da ein bisschen mit dem Mikrofon erwartet. Da war er mit seinem schicken Hut recht schweigsam. Ja, Dominik hat sich da beim die kam ja rein und raus und als er reingegangen ist, hat Dominik sich ja verplappert und gefragt, ob er deutsche Ziele angreifen will. Ja, war sehr peinlich eigentlich für Dominik, aber am Ende findet er die Geschichte geil, weil über 30 deutsche Medien haben darüber berichtet. Hätte Dominik die Frage korrekt gestellt, hätte es keiner erfahren in Deutschland. Stimmt, Und ja. so haben sie jetzt gesagt, der dumme Russenpropaganda, es ist zu doof, Deutschland und Russland auseinanderzuhalten. Ha, ha, ha. Aber es ist jetzt in 30 Medien gekommen. Also von daher, das war nicht geplant. Und Dominik war es zuerst auch echt peinlich, aber als er gesehen hat, der sitzt jetzt da und findet das gar nicht doof, was da passiert ist. Also, das ist Ja, so ein Versprecher kann natürlich schnell passieren, weißt du, aber in so einer jetzt Situation, zumal das hektisch ist, also der kommt ja vor, ich war auch schon vor dem Außenminister, ja. ich war da noch nicht drin, aber ich war schon mal vor der Tür, weil ich da einen getroffen habe auf dem Kaffee. Das ist wirklich kein langer Weg. Also er fährt da vor und dann hat er, weiß ich was, 15 Meter. Da musst du dann ganz schnell, da kannst du dich natürlich verplappern, kann passieren.
Ja, aber jetzt russische Medien haben oder in einer der Hauptnachrichtensendungen der Russen gab es eine Antwort oder vielmehr, was als Antwort jetzt in Frage käme. Und dann hat man einfach mal aufgezeigt, was denn jetzt für deutsche Brücken eigentlich strategisch von Interesse wären. Was. Ja, und das Interessante ist, sie haben nicht nur gesagt, wir können mal eine Brücke dann als Antwort wegnehmen, sondern sie haben gesagt, wir zählen die Meter. Meter? Ja, Brückenmeter. Wenn sie unsere Krimbrücke zurück wegschießen, sind das so und so viele Kilometer. Solche Brücken haben die Deutschen nicht. Wir müssten also mehrere Brücken wegnehmen, damit wir auf die gleiche Ah, ich Meterzahl verstehe, kommen. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also Ja, also wir, nicht Brücke um Brücke, sondern Meter um Meter. wie groß ist die Brücke in Müsste ich jetzt googeln, das sind ein paar Kilometer, also schon ein Stück zu fahren. Okay, und wie viele große Brücken gibt es in Deutschland? Auch wenige. Ich habe den Wenig. Bericht gesehen, ich kann ihn natürlich nicht verstehen, aber ich habe gesehen, die Rheinbrücke am Kölner Dom, ich glaube die Kölbrandbrücke in Hamburg, die Fehmarnsundbrücke, wenn mich nicht alles täuscht, und noch einen Kanal. Also irgendwo in Deutschland gibt es zwei Flussstraßen, die übereinander gelegt worden sind. Da ist also quasi ein Trog Wasser über dem anderen, um eine Kreuzung für Schiffe zu ermöglichen. Und wenn ich mir vorstelle, dass da so ein Flugkörper ein Loch reinmacht, dann würde das Ding auslaufen wie eine Badewanne. Ja, der komplette Kanal, ja. Ja, das ist, wenn ich das richtig sehe, ist das ein Kanal zwischen Berlin und dem Rhein irgendwie, so ein quergelegter Kanal, der Berlin mit dem Rhein verbindet, irgendwie sowas ist das. Ich weiß, will jetzt aber nicht lügen, aber Eine Auffahrt, eine Kanalauffahrt, wie bei der Autobahn, so ein ja, das ist irgendwie 37. so ein künstlich, das Ding ist wohl schon ewig mal gebaut worden, aber ist jetzt erst vor ein paar Jahren fertig geworden. Also auf jeden Fall, das wäre mal ein Schlag. Kölner Brücke, ne, Eisenbahnbrücke, ja, das würde die Eisenbahn auch ziemlich, ziemlich Ja, treffen, wenn aber das wieder jetzt weg wäre. natürlich wäre das dann ein Angriffskrieg, wenn die Russen jetzt, also mal angenommen, die deutschen Taurus-Flugkörper hätten die Krimbrücke nachhaltig zerstört. Dann wäre ja aber trotzdem in der Definition unserer Medien oder unserer Politik es ein Angriffskrieg gegenüber Deutschland, weil die Deutschen ja nicht selber die Waffen abgeschossen haben, sonst waren ja die Ukrainer. Ja, aber dummerweise mit den Zieldaten, die die Bundeswehr einprogrammiert hat. Du Das wissen wir verstehst. jetzt ja sehr genau. Das dauert ein Jahr. Also wenn das jetzt, wenn die jetzt in den nächsten Monaten reinkommt, waren es nicht die Ukraine, die können das gar Ja, ist schon klar, du weißt, worauf ich hinaus will, nicht. weil. Ja, ich weiß, aber Wenn du kennst ja die meine Russen Standardantwort. wirklich Es in ist dem nicht. Fall, muss ich sagen, so blöd wären und würden jetzt dann eine dieser Brücken hochgehen lassen oder zwei von mir aus, dann hätten sie ja genau das, was sie mit dem Einmarsch 24.02.22 hätten. So nach dem Motto: unprovozierter Angriffskrieg, böser Putin, aggressiver Putin, der überfällt den Westen und dann hätten sie ja wieder genau das, was sie eigentlich wollen: die Ja, nee, Russen zu das diesen Problem Dingen ist nochmal, provozieren. ich sag's dir immer wieder. Es ist den Russen scheißegal, was die Leute im Westen denken. Dass sie gegen die westlichen Medien nicht anstecken können, ist klar. Der Rest der Welt, wir sehen es ja nun, steht mehr oder weniger deutlich auf der russischen Seite. Der Westen ist international isoliert. Die 50 Länder des Westens stehen alleine. Die anderen haben sich zwar nicht offen gegen den Westen gewandt, aber sie wenden sich ab. Die Afrikaner wenden sich Russland und China zu. Die Araber, Saudis, Lateinamerika. Die wollen jetzt alle keinen Streit mit dem Westen, aber sie gehen bei der westlichen Initiative nicht mehr mit. So. Verstehe ich, ja. Aber ich glaube nicht, dass es im Interesse der Russen ist, ein Full-Scale-War zu haben, also dass das Nein, natürlich nicht. Aber weiter die Russen haben eskaliert, es ja. auch nicht im Interesse der Russen, dass sie sich ihr Land kaputt schießen lassen von deutschen Waffen. Ich könnte So. verstehen, dass die das machen. Ich könnte es verstehen. Aber in meiner Wahrnehmung wäre es eben wieder die gleiche Situation wie zu Beginn des Krieges, ja. Ja, gut, aber das Problem ist ja, wie gesagt, das ist denn die westliche öffentliche Meinung, die den Russen wurscht ist. Die Frage ist, wo ist bei den Russen die rote Linie, wo sie sagen, okay, nee, jetzt nicht mehr. Und die Krimbrücke könnte so eine Linie sein. Wir wissen ja, dass dieses Projekt Ukraine spätestens seit Ende der 90er Jahre aufgelegt worden ist, um eben hier ein Bollwerk gegen Russland zu haben, lange bevor die NATO sich gegen Osten erweitert hat, entgegen aller Versprechungen und so. Und wir wissen auch, dass 30 Jahre lang Menschen dafür gearbeitet haben, wie ganz aktuell zum Beispiel Victoria Nuland, also nicht aktuell, es gibt einen aktuellen Fall von ihr, kommen wir gleich drauf, dass diese Menschen natürlich seit langer, langer Zeit dieses Thema vorangetrieben haben und die wollen natürlich auch weitergehen. Es wird weiter eskaliert werden. Das meine ich. Es ist nicht davon auszugehen, jetzt nur weil die Ukraine momentan oder insgesamt jetzt schlecht dasteht, dass die Front an allen Ecken mehr oder weniger sich zu Ungunsten der Ukraine verschiebt, dass die Russen auch wahrscheinlich Richtung Odessa laufen werden jetzt.
das wird ja die Falken nicht davon abhalten, jetzt die nächsten eskalativen Schritte zu planen. Tja, das weiß ich nicht. Es Habe ich liegt am Russen besten bei. gesagt? Ich hab die westlichen Mächte gemeint, falls ich mich Ja, versprochen hatte gerade. nö, es ist abwarten. Also, wie gesagt, irgendwo ist bei den Russen auch Ende der Geduld. Und die Frage ist, ob der Westen das Pokerspiel so weit spielt, dass die Russen tatsächlich zurückschießen. Also, wir müssen ja noch mal eins dazu sagen. Die Amerikaner, also darum ist der Punkt. Also, die Amerikaner wollen ja keinen großen Krieg mit den Russen. Die Russen wollen auch keinen großen Krieg, aber was hat Macron gesagt? Macron hat gesagt, wir können Soldaten hinschicken. Und was war die genaue Aussage? Die genaue Aussage war, dass es um bilaterale Vereinbarungen geht. Sprich, irgendein Land, Frankreich, Rumänien, Polen, egal, macht einen Vertrag mit der Ukraine und sagt, ich komme euch zu Hilfe. Also nichts NATO, nichts Bündnisfall und so, ja. Genau. Aha. Du musst das Ganze immer aus Washington sehen. Europa entscheidet nichts. Und Washington ist es völlig egal, bis zum letzten Ukrainer gegen die Russen zu kämpfen. Da kannst du den letzten Polen, letzten Deutschen und letzten Franzosen noch hinterher schicken. Und auch sämtliche Volkswirtschaften in der EU, das ist dann Die Washington auch recht, ja. machen sie da eh kaputt. Sie holen die Industrie da gerade rüber. Das musst du aus Washingtoner Sicht sehen. Und die USA fanden die Idee von Macron nicht schlecht. Haben sie auch gesagt, das ist nicht dumm. Wir machen nicht mit, wir schicken keine Soldaten. Wir nicht, wir, aber tolle Idee. Geht Ja? ihr mal sterben für unsere Genau. Pläne, ja? Das funktioniert ja schon Genau. lange gut. Ja. Das ist der Punkt. Und darum. Und das wissen die Russen ja auch. Und jetzt ist der nächste Punkt, und das wird in Russland auch sehr offen besprochen, jetzt sollen ja irgendwann die F-16 kommen. Die können in der Ukraine nicht starten. Weil die Flugplätze nicht mehr dementsprechend ausgestattet sind oder weil sie in Ja, Reichweite der russischen Abwehrwaffen kommen. Abwehrwaffen sowieso, das ist das Einsatzrisiko. Aber wie gibt's Flugplätze? Also wenn da irgendwo noch ein Flugplatz ist, wenn sie, was sie da haben, ja, die haben ein paar Autobahnen, die sie auch notfalls eben zu Flugplätzen umbauen können, dann hauen die Russen da Raketen rein, dann ist die Landebahn kaputt. Also das heißt, du kannst von der Ukraine die Dinger nicht starten und die können nicht wie die russischen Flieger von der Wiese aus starten. So, das heißt, in Russland geht man davon aus, wenn die F-16 kommen, dürften die aus Rumänien oder Polen kommen. Das heißt auch hier wieder die Frage, ne, was bereitet Macron vor? Hat er sich aus dem Fenster gelegt? Es ging gar nicht um Franzosen, es ging vielleicht darum, dass die Rumänen kommen sollen. Ja, so, rumänische Flugplätze. Wunderbar am Schwarzen Meer gelegen. Kannst die ganze Schwarzmeerflotte mit angreifen. Da glaubst du, wohin die Schuss in Russen dann schießen? Und das ist auch keine Frage. Da werden wenn F-16 von NATO-Stützpunkten in die Ukraine starten, hauen die Russen da drauf. Und die Amerikaner können sagen, ja, Voraus, aber kein NATO-Fall. Jetzt viel Spaß. Jetzt kommt noch ein Punkt dazu. Russland hat Deutschland ein Ultimatum gestellt, auf diesen Vorfall zu reagieren mit einer offiziellen Stellungnahme oder ich weiß gar nicht genau, was da der Wortlaut ist. Klär uns da mal bitte auf und Keine Ahnung, die Anschlussfrage. Meldung ist nicht von mir. Ich kann dir nicht bestätigen. Hast du noch nicht? Okay. Also es ist überhaupt nichts bekannt aus Russland offiziell. Ich weiß, im deutschen Internet geistern dann irgendwelche Meldungen rum vom 11. März. Ich habe keine Ahnung, wer das hat, woher das kommt. Kann ich nicht bestätigen. Sondern ich habe also sehr genau geguckt. Es gibt auch bei der Reiseseite vom russischen Außenministerium keinen Hinweis darauf, was sie mit den deutschen Botschaftern besprochen haben. Also es gibt schlicht nichts. Ich vermute, das hat sich wieder irgendwer ausgedacht. Hältst du es für möglich, dass die Russen immer noch diplomatisch an dem Kontakt festhalten, trotz aller Dinge, oder glaubst du, dass der Kontakt irgendwann komplett abreißt, so nach dem Motto, mit euch reden wir überhaupt gar nicht mehr? Wir haben euch jetzt so oft gewarnt oder die Hand hingestreckt und egal was ist, wir kriegen immer nur. Ja, du wolltest den Artikel nicht reinnehmen, kann ich kurz erzählen. Es gab jetzt vor ein paar Tagen eine Meldung. Und zwar haben die gesamten Botschafter der EU geschlossen eine Einladung von Lavrov zum Gespräch abgelehnt. Lavrov hat die sämtlichen EU-Botschafter eingeladen ins Außenministerium und wollte mit ihnen sprechen also vor allem darüber, dass wie die EU-Staaten sich in die russische Präsidentschaftswahl einmischen, wie sie versuchen, da irgendwie Chaos zu veranstalten. Und die sind nicht gekommen. Alle. Alle. So. Und da sind die Russen, ist in den Russen richtig der Hut hochgegangen.
Weil das geht nicht. Ein Botschafter ist, die Aufgabe eines Botschafters ist es, den Kontakt zu seinem Gastland zu halten. Das ist so. Und lehnen die schon Gespräche mit dem russischen Außenministerium ab. Die Russen fragen, warum seid ihr überhaupt noch hier? Das haben die ja auch nicht freiwillig gemacht, sondern das war Weisung, ne? Ja, und zwar EU. Die russischen Medien haben angefragt, Uschi haben wieder schuld. angefragt. Ja, die Antwort, als die russischen Medien angefragt haben, kam von der EU-Botschaft. Die EU hat gesagt, wir gehen da nicht hin. Und dann haben alle Mitgliedstaaten gesagt, oh, denn nicht. Wer Ja. entscheidet eigentlich? Haben die Deutschen noch irgendwas zu entscheiden über ihre Außenpolitik? Gut, ich meine, Baerbock wäre denen auch nicht hingeschickt. Aber seit wann entscheidet die EU, ob Rumänien oder Deutschland oder Frankreich den Botschafter zum Gespräch mit Lavrov lässt? Ja, aber überleg mal, wenn in der EU was beschlossen wird und alle willigen Komparsen, die da mitspielen, da kann doch keiner dagegen anstinken. Das Ja, würde doch Moment mal keiner machen. eben. Wir haben aber offiziell hatten wir noch immer eine deutsche Außenpolitik. Wenn jetzt die EU bestimmt, dann kannst du den deutschen Außenminister nicht mehr, kannst du aber dann kannst du auch zumachen, das Außenministerium, wenn das in Brüssel gemacht wird. Gute Idee. Bin ich dafür. Ja. Wird uns zumindest ein bisschen Peinlichkeit und Geld sparen, wenn das wenn das deutsche Außenministerium direkt aufgelöst wird, ja. Ja, aber wie gesagt, die Russen sind stinksauer. Also ich bin gespannt, was kommt. Ob die. Mal sehen. Ja, wie weit sind wir denn jetzt weg vom Dritten Weltkrieg? Du sagst ja immer, wir führen den schon mit anderen Also, Mitteln. ja, läuft ja schon. Wir haben ja immer vom Dritten Weltkrieg, haben wir quasi den Film vor Augen von 1983, The Day After, wo die Menschen sehen, wie die ganzen Atomraketen kommen und so. Da sagst du, so weit wird es nicht kommen, deiner Einschätzung nach, weil ja auch die Eliten hinterher nicht auf einer verstrahlten Erde sitzen wollen oder 100 Jahre in Bunkern verbringen wollen. Aber diese Eskalationsmöglichkeit oder die Situation, dass das weiter eskaliert, die ist doch da. Kann man das mit 1962 vergleichen, mit der Kuba-Krise? Nein, ist schlimmer. Es ist schlimmer. Ja, natürlich. Woran machst du es fest? 1962 gab es keinen Krieg. Nochmal, die NATO und die USA führen in der Ukraine Krieg gegen Russland. Das wollen sie nicht so nennen, aber was ist es denn? Komplette Wirtschaftssanktionen, komplett medial gegen, komplett diplomatisch dagegen. Die ganzen Waffen, die sie haben, hingeschickt, um Russen zu töten. Kannst du dich erinnern, was das für ein Theater war 2019 oder wann das war? Als die Amerikaner mal gesagt haben, oh, die Russen würden den Taliban Kopfgeld für tote US-Soldaten zahlen, geht ja gar nicht, wie können die nur, was waren die sauer? Ey, die Amerikaner haben ihre ganzen Waffen geschickt, um Russen zu töten. Also, das heißt, wir haben heute schon einen laufenden Krieg. Wir haben fast keine diplomatischen Kontakte mehr. Bei Kuba-Krise konnte man irgendwie miteinander reden. Heute ja nicht. Bei der Kuba-Krise gab es auch noch ein so großes Grundvertrauen, dass man dem anderen geglaubt hat, dass er Vereinbarungen umsetzt. Die Russen glauben dem Westen nichts. Die Damals hat glauben ihm der nichts. Khrushchev mit Kennedy direkt Kontakt gehabt. Die haben ja sich direkt abgesprochen und die Militärs mehr oder weniger ausgebotet. Ja gut, das ist ja heute gar nicht möglich. Erstmal ist der Biden zu blöd, mit überhaupt irgendwas zu sprechen. Und zweitens sind solche Treffen ja gar nicht denkbar im Moment. Also, nee, das ist 62 war nicht so. Ich habe was vergessen, und zwar wollte ich vorhin noch beim Thema Victoria Nuland eben was fragen. Die aktuelle Entwicklung, sie ist ja so, dass sie zurückgetreten, man munkelt, wurde, wohl nicht freiwillig. Also sie ist jetzt von ihren Aufgaben als Vize-Außenministerin oder Undersecretary of State, das weiß nicht, wie man es genau übersetzen kann, also zweite nach Blinken in der Hierarchie, wurde sie jetzt abgelöst mit einem schönen, salbungsvollen Schreiben, so nach dem Motto, toller Job und so weiter. Jetzt macht sie was anders. Das haben Leute natürlich dann schon gefeiert, so nach dem Motto, eine der härtesten Scharfmacherinnen in Bezug auf den Ukraine-Konflikt ist jetzt ihre Aufgaben entbunden. Denkst du, dass das da ein gutes Zeichen ist oder hat man die einfach an einen anderen Posten geschoben und die wird weiter walten? Ich weiß es nicht, da wollen wir mal abwarten. Das ist ja, mal gucken, was sie als demnächst macht. Also sie ist ja, das Problem ist, dieser Nuland-Clan ist ja sehr mächtig. Ja, das weiß ja kaum einer. Ihr Mann, ich weiß es gar Clan? nicht, wie er heißt. Clan, wie meinst du Clan? Sag ich doch gerade. Ihr Mann, können wir jetzt kurz googeln, wie der heißt, der ist auch ein extremer Falke und in irgendwelchen wichtigen Thinktanks. Und deren Kind, deren Tochter ist auch schon in irgendwelchen Thinktanks. Also es ist eine Familie, die an Schlüsselpositionen sitzt. Nuland ist nur die bekannteste. Und muss man mal abwarten, ob die jetzt vom Außenministerium auch in irgendwelche NGOs geht und von da aus weiter Strippen zieht. Also ich weiß es noch nicht. Es ist genauso möglich, dass dieser Newland-Clan irgendwem auf den Sack geht. Dann können wir gucken, ob ihr Mann demnächst auch gefeuert wird auf seinem Think Tank. Warten wir es mal ein paar Tage ab.
Hältst du es für möglich, dass sich eskalierende Kräfte, deeskalierende Kräfte in Amerika vielleicht dann doch langsam durchsetzen, nicht von heute auf morgen, aber als erstes Zeichen, dass Amerika umschwenken möchte, deswegen schon mal eine der wichtigsten Figuren aus dem Spiel herausgenommen wurde? Da müssten sie auch noch Sullivan und Blinken rausschmeißen. Also ich glaube, ich glaube, da ist irgendwas in den Kulissen passiert, was wir einfach noch nicht wissen. Und wahrscheinlich auch nie erfahren werden dann, ja. Nur, das kann man sich demnächst zusammenreimen. Wie gesagt, wenn plötzlich auch ihr Mann seinen Job bei der NGO verliert, wo er ist, dann kann das sein, dass sie den Newland klar nach Hause geschickt haben. Wenn Newland andersrum morgen, weiß ich was, beim Council on Foreign Relations Chaplain wird, dann wissen wir auch, was passiert ist. Also abwarten. Dann war es eher eine Beförderung. Ja, darum ist es mir zu früh. Also wir haben nur die Meldung, vielen Dank für deine Arbeit, mehr nicht. Wir wissen aber nicht, wo sie hingeht oder wo sie nicht hingeht. Warten wir es erstmal ab. Lass uns noch auf ein Ereignis gucken, das schon ein paar Tage zurückliegt, aber so wie du schreibst, es lohnt sich mit ein bisschen Abstand dann doch einmal genau drauf zu gucken. Vor kurzem war doch, oder wann war das jetzt schon fast wieder 2 Monate her, der Abschuss des russischen Transportflugzeugs in der Nähe von Belgorod mit den ukrainischen Kriegsgefangenen an Bord auf dem Weg zum Austausch mit russischen Kriegsgefangenen und wurde vorher von einer Patriot-Rakete, ja, wurde von Ja. einer ukrainischen Patriot-Rakete abgeschossen zum Tode von allen 76 Paxen oder Menschen, die an Bord 65. waren. 65 Soldaten, ja. Was kannst du jetzt da an neuen Erkenntnissen uns mitgeben? Hängen der Abschuss und die Entlassung von Saluzhny zusammen, steht in der Überschrift. Wie kann das zusammenhängen? Ja, Saluzhny hat sich ja Feinde gemacht. Also erstmal seine Offensive geplatzt. Die ist Saluzhny ja war nicht. der vorige Oberkommandierende, der jetzt von Sirski abgelöst worden ist, gell? Ja. Ja, also der Saluzhny hat also seine Offensive ist ja geplatzt. Die Amerikaner waren ja, das ist ja auch bekannt, sehr sauer. Sie haben gesagt, er soll bitte mit allem, was er hat, nach Saporoge gehen und den Landkorridor zur Krim abschneiden. Und Saluzhny hat gesagt, kann ich nicht machen, dann verliere ich an anderen Frontabschnitten. Ich kann nicht so, ne, ich muss die Fronten alle halten. Er hat dann mehrere Offensive an mehreren Stellen versucht. Was nicht geklappt hat, ob die amerikanische Idee mit All-In in Saporosche geklappt hat, ist eine andere Frage. Nur Fakt ist, die Amerikaner haben gesagt, der hat nicht auf uns gehört, der ist doof. Das gleiche Selenskyj, weil ne, diese gescheiterte Offensive war auch in der Ukraine ein Problem. Das heißt, da war die Frage, wer ist schuld? Ne, Saluzhny sagt, Selenskyj hat reingefunkt und Selenskyj sagt, der Oberbefehlshaber war zu doof. Dann hat Saluzhny sich auch noch hingestellt in dieses Interview gegeben, dem Economist, was war das, Anfang November, glaube ich, wo er gesagt hat, ja, ne, hier, wir sind in der Sackgasse, Patt, Durchbrüche sind nicht mehr zu erwarten, wir sind zu schwach. Fand man nicht gut im Westen, weil jetzt die Offensive gescheitert war, war jetzt erstmal sowieso schon doof für die öffentliche Meinung im Westen. Und wenn dann aus Kiew Stimmen kommen, ja, das Ganze ist durch, wir kommen nicht mehr durch, wir kommen nicht voran, wir sind zu schwach, dann ist natürlich irgendwann die Frage, wie sollen sie dem Westen denn nun den Leuten im Westen erklären, dass da weiter Geld in die Ukraine gepumpt wird, wenn es eh nichts bringt. Also dieser Saluzhny hatte jetzt nicht viele Freunde, aber er war in der Ukraine populär. Er hätte jetzt sogar sich als Präsident aufstellen können oder was zur Wahl. Und so, jetzt muss man das mal zusammennehmen. Also der Saluzhny geht eigentlich allen auf die Eier, aber er ist populär. So, den jetzt, wenn man den rausschmeißt und der sich morgen in der Ukraine in die Öffentlichkeit stellt und dann irgendwie da anfängt zu agitieren nach dem Motto, ich wurde rausgeschmissen, ich soll der Sündenbock sein und wirklich ist Selenskyj doof und weiß ich was, hätte in der Ukraine Unruhe gegeben. Also, was ich jetzt erzähle, ist eine Art Spekulation, weil ich baue jetzt Sachen zusammen, die für mich aber sehr logisch klingen. Und zwar haben wir folgende Situation. Am 24., was war das? 24. Januar wurde das Flugzeug abgeschossen. Nun muss man wissen, ne? Die Patriot-Raketen, da sitzen mal mindestens irgendwelche Westler drauf. Als Kommando. Weil es so komplex ist, dass man einfach qualifiziertes technisches Personal braucht, oder? Ja, und wahrscheinlich hat das auch noch ein bisschen was mit anderen technischen Dingen zu tun. Also egal, auf jeden Fall, so die Patriots, die geben sie nicht außer Hand, dass da die Ukraine mit durch die Gegend läuft. Nun musste eine Patriot, um in Belgorod ein russisches Flugzeug über russischen Boden abzuschießen, musste die Patriot ziemlich dicht an die russische Grenze fahren. Das ist nicht ganz ungefährlich, weil sie da natürlich in der Reichweite von allem ist, was schießen kann. Und so eine Milliarde Dollar teure Patriot, einfach mal so auf den Präsentierteller zu stellen, ist eigentlich eine ziemlich dumme Idee. Haben sie aber gemacht, sonst hätten sie das Flugzeug nicht abschießen können.
Das heißt, wir haben hier mal die Situation, dass offensichtlich mindestens mit Einverständnis des Westens, wenn nicht sogar auf seinen Befehl hin, eine Patriot dahin gefahren wurde, um dieses Flugzeug vom Himmel zu holen. Dass der Gefangenenaustausch stattfinden soll und dass die Soldaten damit mit dem Flugzeug nach Belgorod gebracht wurden, war bekannt. Also die wussten auch, worauf sie schießen. Das heißt, irgendwer hat ein Interesse, dieses Flugzeug runterzuholen. Und nun ist es wieder interessant, ne, westliche Medien, was wurde im Westen berichtet? Ich habe mir das extra nochmal angeguckt. Der Spiegel hatte, ich glaube, 5 Artikel über die Geschichte, dann war das Ding vorbei. Der letzte Artikel war noch, ja, die Ukraine bezweifelt die russische Darstellung, da waren gar keine, das waren keine Kriegsgefangene, bla bla bla. Das heißt, der normale Medienkonsument im Westen, dessen Wissensstand ist, das Flugzeug ist runtergekommen, keiner weiß warum und ob der ukrainische Soldaten drin waren, weiß auch keiner. Alles, was danach kommt, dass die Ukraine es bestätigt hat, dass die Russen die Patriot gemeldet haben, dass die Russen gesagt haben, wir wollen eine internationale Untersuchung, wir haben hier alles, kommt her und guckt es euch an. Ja, wurde alles nicht gemeldet. Der Westen will keine Untersuchung, das Ding wurde ganz schnell begraben. Das Thema war dann weg. Am 27. Januar, 3 Tage danach, hatte der Spiegel den letzten Artikel, danach war das Thema aus den Medien raus. Alles, was danach gekommen ist, weiß keiner im Westen. So. Und nun ist Folgendes. Also, das heißt, irgendwie mit. Und jetzt muss man eben wissen, dass genau in den Tagen, am 28. Januar, kam die Meldung, Selenskyj wollte Saluzhny feuern. Das war alles genau parallel. Dann ging es eine Woche hin und her und dann war Saluzhny gefeuert. Und Politico hat dann sogar gemeldet, dass Selenskyj wohl, dass Saluzhny wohl deshalb gefeuert wurde, weil die Amerikaner so sauer auf ihn waren. Und jetzt ist Folgendes: Saluzhny war der Oberbefehlshaber. Formell gesehen, wenn der jetzt rumgezickt hätte, hätten sie einen riesen Fass aufmachen können, nach dem Motto: Der Typ hat unsere eigenen Soldaten abgeschossen. Er ist ja verantwortlich. Ja, also sie haben sich ein Druckmittel gemacht, vermutlich auf Saluzhny. Und es hat funktioniert. Der Mann ist zurückgetreten, aus den Medien verschwunden. Der war vorher medial präsent. Ich habe jetzt auch mal gegoogelt nach ihm auf Russisch und Ukrainisch. Der ist nichts. Was macht er jetzt? Weiß ich nicht. Der ist irgendwo in Rente. Ach so, der ist Der ist. ausgeschieden aus dem Dienst, oder? Wahrscheinlich, also genau, müsste ich jetzt nachgucken, aber in jedem Fall, der ist nicht mehr aktiv. Der war vorher, war der, ne, das war ja durchaus ein medialer Typ. Der ist weg. Also das, ne, der kommt in den Medien auch nicht mehr vor in der Ukraine. Also den haben sie ruhig gestellt. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass sie ihm gesagt haben, wenn du hier das Maul aufreißt, dann warst du's. Und dann kannst du den Ukrainern erklären, warum du 65 unsere Leute abgeknallt hast. Und Sirski, wie kommt der an? Was macht der für einen Job? Was macht der für einen Eindruck? Hat er die Unterstützung der Truppen? Wie ist es nur ein Lückenfüller jetzt gerade? Weiß ich nicht, aber der ist unbeliebt. Der ist unbeliebt, der gilt als General Fleischwolf. Der hat in den Operationen, wo er war, gab es unglaublich viele Tote. Der hat so den Ruf, dass er die Leute ins Feuer schickt. Na, das machen ja alle Generäle mehr oder Ja, weniger. es gibt aber auch Generäle, die ihre Operationen so planen, dass sie versuchen zu minimieren. Der hat keine Hemmung. Okay, Stellung halten. So zum Beispiel Ja. dieser Brückenkopf auf der linken Seite des Dnjepr, wo Hunderte, wenn nicht Tausende Ukrainer versucht haben, wochenlang da einen Brückenkopf zu etablieren im Niemandsland auf so einer kahlen Insel eigentlich auf dem Präsentierteller. Meinst du solche Aktionen dann? Bachmut, er hat Bachmut kommandiert. Ah, okay. Hätte man eigentlich auch 50.000 Tote vorher schon abziehen können, wenn das Ergebnis Ja, vor allem, unausweichlich die haben ist? ja reingeschickt ohne Ende. Die Russen haben ja teilweise sogar offen gesagt, wir haben es gar nicht eilig mit Bachmut, weil die schicken uns das alles eben vor die Ohren. Die schicken immer neue Leute rein, wir müssen nur draufschießen. Okay, das meinst du mit Und das General passiert. Fleischwolf? Das Okay. passiert. Also von daher, ja, der ist, gilt nach dem, was man weiß, nicht als allzu beliebt. Tja, also, Developing Story, das werden wir sehen, wie das noch weitergeht mit den beiden Ja, dann. und diese ganze, ne, wie gesagt, diese ganze IL-76-Geschichte, dass ich, vielleicht toppt da auch noch was auf. Also bin mal gespannt. Weil, ne, wie gesagt, auch vor dem Hintergrund des Telefonats unserer Generäle, das ist ja nun relativ offen, dass der Westen da drin ist. Man muss den Gedanken nur zu Ende denken. Der Westen hat das Ding wahrscheinlich, der Westen hat das abgeschossen. Warum? Und mir fällt da nur die Saluzhny-Geschichte ein, weil das war zeitlich genau parallel. Und übrigens, auch parallel, das wird jetzt wahrscheinlich damit weniger zu tun haben, auch parallel am 1. Februar, also auch genau in den Tagen, hat die EU ihr 50 Milliarden freigegeben. Also nach dem Motto, Saluzhny ist weg, jetzt kommt das Geld.
Das hängt wahrscheinlich nicht damit zusammen, aber es ist auch noch eine Sache, die genau ins Zeit mit Timing ist. Also das können Sie also Interessant, auch diese ganzen eben. Zusammenhänge. Ich muss echt gestehen, dass mich das, ich versuche das richtige Verb zu finden. Befriedige ist falsch, aber doch irgendwie triggert im Kopf oder ich interessiere mich für diese Zusammenhänge zu erkennen, ist ein befriedigendes Gefühl, weißt du, durchzublicken, mehr zu verstanden zu haben, das Gefühl zu haben, ah, daher kommt es. Das meine ich damit. Und ich Ja, glaube, das ist, darum sage ich, da habe ich natürlich auch damit angefangen, dass es immer spannend ist, sich was im Nachhinein nochmal anzugucken, wenn man eben sieht, so, ne, was ist passiert und wie das dadurch sich zusammen, was da immer parallel passiert. Also man kann es ne, umgekehrt sehen, die haben diese Geschichte mit der IL und dem Austausch von Solutions vorbereitet, damit das zum EU-Gipfel durchgeht. Ne, wir erinnern uns, EU hat im Dezember das Geld beschließen wollen, es gescheitert einmal an einem Veto von Ungarn, aber es gab auch einige EU-Länder, die nicht traurig waren, dass es gescheitert ist. Und am 1. Februar haben sie es durchgekriegt. Naja, du siehst ja, es war wie mit den afrikanischen Ländern, die früher immer bei allem in der UNO zugestimmt haben, was Amerika wollte, weil sie wussten, sie hängen am Geld von den Amerikanern. Und genauso ist es mit ärmeren Ländern in der EU. Wenn Brüssel etwas vorgibt, müssen die mitmachen, weil sie wissen, dass das Probleme gibt. Und wes Brot ich ess, das Lied ich sing, kennst du ja, ne? Ja. Gut, EU ist ja ein eigenes Thema. Aber wie gesagt, also ich fand es interessant, ich habe da, als ich da im Nachhinein draufgeguckt auf die Geschichte, das war mir alles ein bisschen zu viele Ereignisse in ein paar wenigen Tagen. So Parallelsachen, die ineinander greifen. Also irgendwas dürfte da dran sein. Lass uns noch in die Situation in der Ukraine selber schauen. Ich erinnere mich gerade an eine Aussage von Sergej Filbert, der neulich bei uns im Homeoffice war, und er hat gesagt, er kennt Leute aus der Ukraine, Arbeiter in irgendwelchen Fabriken, die sich tagelang nicht aus der Fabrik raustrauen, weil sie wissen, sobald sie das Fabrikgelände verlassen, durchs Tor gehen, kommen die Häscher von Zelensky und ab an die Front. Und die dürfen nicht auf das Gelände der Fabrik, das ist Privateigentum, da haben sie keinen Zugriff drauf, und sondern öffentliches Gelände, und da werden die eingecasht. Und mittlerweile ist es so, dass also in der Ukraine so gut wie keine Männer mehr unterwegs sind, die versuchen alles zu vermeiden. Da, also zum einen gibt es immer weniger Männer. Also ich weiß nicht, ob die Zahl 1 Million stimmt. Ich weiß nicht, ob es er gesagt hat oder ob ich das woanders aufgeschnappt habe, sondern dass das sogar, was die Russen bestätigt haben. Also die Russen haben 440.000 tote Ukrainer bekannt gegeben als Zahl, im Gegensatz zur Zahl von den 31.000, die Zelensky eben angegeben hat. Alles erledigt. Ja, also muss man nur die Fahnen zählen, die an Friedhöfen wehen. Da kommst du alleine auf einzelnen Friedhöfen schon auf ein paar Tausend. Also die Situation in der Ukraine geht immer mehr ins Verzweifelte, habe ich das Gefühl. Und auch stimmungstechnisch kippt es langsam gegen diese Regierung und natürlich auch der Sicherheitsapparat, der diese Regierung stützt. Kannst du das aus deinen eigenen Kontakten in die Ukraine oder von Ukrainern in Russland bestätigen, das, was Sergej gesagt hat, von der allgemeinen Ja, Stimmungslage? siehst du ja überall, also gerade so in diversen Städten gibt es ja inzwischen offenen Widerstand gegen die Rekrutierungskommandos, die sind ja da unterwegs und die Leute, die rennen ja überall hin. Also in Charkow dürfen sie in Wohnungen rein und gucken, ob sich einer versteckt. Sie gehen in Fitnessstudios und holen die da raus. In Odessa sind sie ständig in den Bussen unterwegs und ziehen Männer aus den Bussen, aus dem öffentlichen Nahverkehr. Und da gibt es ja inzwischen massive Proteste. Also das geht so weit. Gab sogar Meldungen, dass es in der Ukraine, dass Leute so sauer sind, dass sie schon Namenslisten der Mitarbeiter dieser Wehrbüros zusammenstellen. Also wenn das irgendwo vorbei ist, die werden auch nicht mehr glücklich. Also die Stimmung ist da richtig fies. Und wie gesagt, sie haben, das sagt die Ukraine ja völlig offen, sie haben einen unglaublichen Mangel an Soldaten, also sie haben viel zu wenig Leute. Sie müssten jetzt eigentlich rekrutieren. Das Problem ist aber erstens, wenn du die rekrutierst, musst du sie ausrüsten. Das Geld muss auch irgendwo herkommen. Du musst ihnen irgendeinen Soll zahlen, du musst sie ernähren und sie fehlen auf der anderen Seite als Steuerzahler. Also das heißt, auch die Wirtschaft geht gerade vor die Hunde, weil die Ukraine schon gar nicht mehr die Arbeiter hat, die sie braucht. Also wenn sie jetzt noch mehr rekrutieren, fällt sie hinten bei den Steuereinnahmen wieder runter. Die Ukraine ist ausgeblutet. Thema geflüchtete Ukrainer in der EU. Wir haben ja in Deutschland 200.000, die sollen alle zurück. Nach der Meinung von Herrn Kiesewetter ist es durchaus legitim, weil die müssen ja einen heroischen Kampf führen. Jetzt habe ich aufgeschnappt, ich weiß nicht mehr, ob Sergej gesagt hat oder ob ich das gelesen habe, dass die Ukrainer anfangen,
das Vermögen von Menschen, die wegen dem Krieg ins Ausland geflüchtet sind, zu pfänden und auch die Möglichkeiten der Geflüchteten einschränken, auf Konsulaten im Ausland Pässe zu kriegen. Also Papiere, du brauchst ja, selbst als geflüchteter Mensch brauchst ja du irgendwelche Dokumente, die du irgendwann mal wieder kriegst von deinem Konsulat. Das heißt also, die, na, vogelfrei ist das falsche Wort, aber die werden dann so mehr oder weniger staaten- und rechtelos, wenn sie jetzt nicht zurückgehen in die Ukraine. Und Richtig, mittellos, und mittellos natürlich dann noch, ja. das passiert. Und das Mittellos ist nicht nur für die im Ausland, weil da kann die Ukraine nicht viel machen. Wenn der in Deutschland Sozialhilfe kriegt oder was das Bürgergeld, wie das heißt, dann kriegt das. Was mit dem Finanziellen ist, das ist in der Ukraine selbst. Die haben angefangen, von allen Leuten, die im Grunde wehrpflichtig wären, sich aber irgendwie nicht beim Wehramt melden, denen die Konten zu sperren. Und Pfändung von Privatvermögen, ist das schon? Also Kontensperrung ist was anderes wie jetzt Da das. war auch, kann ich jetzt im Detail nicht sagen. Irgendwas Okay. haben sie da auch beschlossen, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Da muss ich lügen. Aber was eben ist, tatsächlich Banken. Und jetzt kommen wir zurück zu den Soldaten, zu den Arbeitern in der Fabrik. Die können sich an der Fabrik verstecken, nur das Problem ist, an ihr Gehalt kommen sie nicht mehr ran. Als dieses Gesetz beschlossen wurde, da haben die alle noch ihre Konten wieder geräumt. Das geht jetzt alles nicht mehr. Also, sie haben da, das ist die Ukraine, wie gesagt, es ist wirklich, es ist nicht übertrieben. Die USA kämpfen gegen Russland bis zum letzten Ukrainer. Und was ich auch schon immer wieder seit langem sage, die Ukraine blutet aus. Inzwischen ist die Formulierung, sie ist ausgeblutet. Das bringt uns natürlich zu dem Artikel, wo du schreibst, dass der Westen in die ukrainische Politik weit hinein regiert. Wie weit geht denn das und woran kannst du das festmachen, weil du schreibst von einer aktuellen Meldung aus Kiew? Ja, das war einfach ein Beispiel dafür, weil wir kriegen ja von den Medien immer erzählt, die Ukraine ist ein so super souveräner Staat, die trifft alle ihre Entscheidung selbst und bla bla bla. Und wenn die Russen sagen, dass wir der Westen, das ist Quatsch, wir machen das, machen, würden wir nie tun. Das geht jetzt so weit, dass in der Ukraine schon mitgeteilt wurde, sie haben jetzt sie werden jetzt die Sozialleistung für die Binnenflüchtlinge. Wir haben ja irgendwie 2 Millionen Binnenflüchtlinge, die irgendwo weggelaufen sind aus dem Osten des Landes. Und die kriegen irgendwie Sozialhilfe. Das ist nicht viel, $50 oder so kriegen. Das ist nicht mal wirklich viel Geld, aber die kriegen irgendwas. Und jetzt wurde eben mitgeteilt, ja, das muss jetzt leider Gottes für einen Großteil der Leute eingestellt werden, weil die kriegen da schon anderthalb oder was, 2 Jahre. Das reicht jetzt auch so lange, ne? Und zwar müssen wir das einstellen, weil der Westen das will. Also das Als heißt, ganz der offizielle Westen, Erklärung, ja. ja, auch ich kann dir sogar den Namen nennen, weil das gesagt war, aber. Ach ja. Aber die Es war nicht die Ukraine Bürgerwehr, ist. das war, glaube ich, die zuständige Ministerin. Die Ukraine ist ein unabhängiger demokratischer Staat, den wir unbedingt ganz schnell in die EU holen müssen, wenn es nach Aber Ursula dringend. von der In die Leyen NATO geht. überhaupt, ja. Das ist so im Artikel irgendwo drin. Wo ist denn die Dame? Dip, 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 dip. Ah, hier, stellvertretende Ministerpräsidentin für Wiedereingliederung. Die hat das gesagt. So. Also, das heißt, der Westen regiert so tief in die Ukraine rein, dass er ihr schon sagt, wie sie ihre Sozialprogramme gestaltet. Der Westen sagt nicht, spar so und so viel Geld an, der Westen sagt sogar wie. So souverän ist dieses Land. Erstaunlich, wie weit es gekommen ist in den letzten Jahren, ne? Also wann ging es los? 2004, 2005 mit der ersten Orangenen Revolution. Wie hieß der damals noch? Janukowitsch? Nee, das war Juschenko. Juschenko mit J, genau, Juschenko. Und dann kam später erst die nächste Revolution. Timoschenko war noch dazwischen. Also Wie die war nicht dazwischen. Juschenko war Präsident und Timoschenko war Premierministerin. du schneller. Ja, ist aber so. Wer wissen will, was das heißt, muss die letzten Sendungen anschauen. Ja, ich weiß, was du meinst. Also, mir geht es ja nur darum, aufzuzeigen, wie weit und wie lange dieser Einfluss seitens des Westens hier schon in der Ukraine ausgeführt wird. Und Brutal ist er seit 2014. Ich habe mal wieder Werbung für Antispiegel TV machen. Das kommt in einer Woche. Ich habe diese Woche ein Interview gemacht mit einem ehemaligen Geheimdienstler der Ukraine, der ist 2019 nach Russland übergelaufen. Der hat interessante Sachen erzählt. Das wird jetzt gerade übersetzt. Das kommt in einer Woche bei Antispiegel TV. Das war sehr interessant, was der erzählt hat. ach,
Ja. Spoiler doch mal ein bisschen. Ja, aber ja, das ist ein Mann, der war einer der ganz hohen Tiere ab 2014, als es im Donbass den Krieg gab. Da war einer der hohen Leute, aber der hat eben, das war ein Typ, der hat nach dem Maidan, ist er zum Doppelagenten geworden, weil er gesagt hat, das Ding war illegal. Jetzt haben wir Faschisten hier in der Regierung, so geht's nicht. Und hat dann als Doppelagent für Russland gearbeitet. Der hat 2019 hat er die erste Pressekonferenz gehalten in Russland, wo er die Foltergefängnisse des ukrainischen Geheimdienstes SPU beim Namen genannt hat, konkret Mariupol und so weiter. Da war er ja drin. So, und die gibt's ja. Also inzwischen, Mariupol ist jetzt russisch, und Alina war ja drin in der Bibliothek, hat sich ja sogar durchführen lassen. Das ist alles, also ist alles echt. Und der Typ hat eben so ein bisschen erzählt, wie das war dann nach dem Maidan, als er dann in dieses Bürgerkriegsgebiet kam, wie schnell dieses Nazitum um sich gegriffen hat. Der gesagt, 2014 hätte jemand, der an der Front sich so ein Hakenkreuz ansteckt, hätte noch auf die Schnauze gekriegt von den ukrainischen Soldaten. Aber dann eben durch diese Eingliederung dieser ganzen Azovs und wie sie alle heißen, diese freiwilligen Bataillone, das waren ja reine Nazis. Und das wurde vermischt. Und dadurch ist das Ganze dann rumgegangen. Also er sagte, er war mit dem Assistenten am 2014 irgendwo im Gefecht stand, bei Azov. Und da war sein Assistent noch ganz schockiert, dass da überall Hakenkreuze hängen und wollte schon was sagen. Und da hat er ihm so gesagt, wenn du hier das Maul aufreißt, die hängen dich hier auf. Halt die Fresse. Die sind so. Ja, also so. Und er hat ihm erzählt, wie dieser Unterschied war. Ja, so 2014 und wie schnell das dann in diese Ideologie reinging. Der hat auch Reportagen gemacht, der hat die ganzen Schulbücher gezeigt. Also, das ist lustig. Die haben in der Ukraine so Art Comicbücher für 5-, 6-Jährige, Bilderbücher, wo ein kleines Mädchen erfährt, wie was die NATO Tolles macht. Die NATO kämpft gegen Cyberkriminalität, die NATO macht Umweltschutz, die NATO macht Hungerhilfe in Afrika. Und am Ende sagt sie, die NATO, da müssen wir rein, das ist unsere Sicherheit. Für 5-Jährige. Catch them while they're young. Ja, also ist, Ja. ne, aber also wirklich, das war ein schönes, der Typ ist auch nett. Also ich habe ihn schon mal irgendwo getroffen und irgendwie habe ich gesagt, hey, lass doch mal ein Interview machen, sagt er, geile Idee. Und dann haben wir Dienstag aufgenommen, jetzt kommt dann in einer Woche. Also war interessant. Ich versuche gerade eine Überleitung zu bringen zu dem nächsten Artikel, wo es um den Einfluss der CIA in der Ukraine geht. Aber es passt ja eigentlich ideal, weil du sagst, seit 2014 ist diese Indoktrination und auch die Infiltration der Kommando- und Machtstrukturen in der Ukraine noch um ein Vielfaches gestiegen. Die CIA ist massiv verwickelt in diesen Konflikt. Wir wissen es Hat er auch. auch von erzählt übrigens. Wir. Bestätigt natürlich wieder alles. Wir wissen es jetzt auch aus den amerikanischen Massenmedien, dass die CIA insgesamt 12 At nicht Atombomber, Atombunker, sondern Kommandobunker in der ukrainischen entlang der Frontstellungen aufgebaut hatte. Und wir sprechen jetzt nicht von irgendwelchen Warenlagern oder irgendwelchen Büroräumen, sondern wir sprechen von Gebäudestrukturen mit hoher Technik, mit Überwachungseinrichtungen, mit Kommunikation, mit dem ganzen Scheiß, was Geheimdienste auffahren können in Sachen Detektion und Kommunikation. Also der Artikel ist sehr interessant und zeigt natürlich auf, wie krass dieses Engagement seitens der Amerikaner ist. Das ist jetzt auch nichts Neues. Wir reden ja seit Jahren von nichts anderem. Gerade seit Beginn des Krieges haben wir ja in jedem dritten Artikel die Einflussnahme des Westens. Aber wenn man es dann so detailliert liest, wie es in dem Artikel drin steht, das ist dann doch schon so nach dem Motto: Hallo, Heute-Journal, Korrektiv, könnt ihr euch mal dem Te Thema annehmen? Macht doch mal gescheiten Journalismus. Da wäre doch mal war ein Thema. Nee, das kommt nicht in Deutschland. Darum sage ich, also, ich sage das doch immer wieder, wer Medien lesen will und jetzt nicht Bock auf meine russische Propaganda hat, die mir ja vorgeworfen wird, der muss zumindest mal amerikanische Medien lesen. Also die deutschen Medien berichten nichts. Das deutsche Volk wird dumm gehalten bis hinten raus. Wenn du sowas erfahren willst, wie gesagt, ne, dann musst du amerikanische, in diesem Fall New York Times, lesen. Die hat den Artikel ja auch nicht rausgehauen, weil sie so nett ist, sondern sie hätten wahrscheinlich rausgehauen, weil sie eben Druck auf die Republikaner machen musste, nach dem Motto, guck mal, wie wir engagiert sind, wie wichtig die Ukraine ist, und ihr gebt die scheiß Kohle nicht frei. Aber wie auch immer, die Sachen kommen.
Sondern es ist ja auch nicht das erste Mal. Also Ist ja ein ich habe Blatt, New York Times ist ja eher pro-demokratisch, ne? Pro Biden und so, normalerweise. ja. Und eng am Geheimdienst. Aber egal. Und das ist nämlich das erste Mal. Es gab ja schon andere solche Artikel, wo, ich glaube, in Großbritannien, da war auch so ein Ding, wo sie auch offen die Mordprogramme, ne, also CIA weiß Bescheid und die Ukrainer haben, der ukrainische Geheimdienst hat eine Abteilung für Auftragsmorde, für politische Morde. CIA weiß da bestens Bescheid. Das ist alles nicht neu. Das ist alles nicht neu und aber es wird in Deutschland eben wirklich auch nur nicht berichtet. Das findest du in Deutschland nicht. Also ich finde es immer faszinierend. Also wer die deutschen Medien, wer meint, er liest Spiegel und guckt, da ist unglaublich, null Information. Das tiefe Tal der Ahnungslosen. Aber sowas von, also das ist irre. Du siehst es doch jetzt an diesem Abhörskandal, da haben wir es jetzt gerade vorhin gehabt. Also die ganze Ja. Welt spricht darüber, was das für Auswirkungen hat, wenn deutsche Soldaten über einen Angriff auf russisches Territorium sprechen. Und bei uns reden sie drüber, ob sie eine neue Software bestellen sollen, etwa auf der Hardhöhe. Ja, also es ist absurd. Es ist absurd. Aber es verfängt halt, weil die ganzen Protagonisten der Massenmedien natürlich in den Talkshows hin und her gereicht werden und sich diese Empörungsspirale da natürlich dann dreht. Und der Bürger sitzt zu Hause und denkt sich so: Mei, dieser Putin, hat der uns ausspioniert? Kruzifix, weißt du so. Und damit hast du es natürlich dann. Und wenn du dann auf irgendeiner Debatte oder wenn du irgendwo dann mal ein Stückchen Wahrheit verkünden möchtest, wie zum Beispiel auf einer Anti-Rechts-Demo vor kurzem, wo ein beherzter älterer Herr dann mal das Mikro in die Hand genommen hat, also es war Open Mic, Sprechstunde oder wie sagt man das, Open Mic, also offenes Mikrofon, wo jeder Bürger mal was sagen konnte auf der Demo, und der hat dann davor gewarnt, vor der Erosion der Grundrechte seit Corona, wie bedenklich das ist, wie der Staat übergriffig wird und so, Reaktion der Menge: Buh, Querdenker, hau ab! Verschwinde, lass uns unsere schöne Demo machen und mach das nicht kaputt mit irgendwelchen kritischen Gedanken. Also, so weit sind die Menschen schon indoktriniert, dass sie so ganz automatisch so einen Schnappreflex kriegen, sobald einer anfängt, dieses Narrativ auch nur ansatzweise in Frage zu stellen. Ich muss gestehen, äußerst erfolgreich. Nicht bei allen Menschen. 25 bis 30%, glaube ich, kriegst du nicht mehr eingefangen von dieser Propaganda, aber der Rest ist mehr oder weniger da so wirklich in diesem Schafmodus drin, und ich kann es jetzt nicht anders ausdrücken, auch wenn das vielleicht abwertend klingt, so Schlafschaf, das klingt aber irgendwie abwertend, aber so dieses Herdenverhalten, dieses der Herde nachtrotteln, obwohl man weiß, da geht es gerade auf den Abgrund zu, das ist etwas, was hier wirklich exemplarisch gut funktioniert. Naja, und bei den Wahlen dürfen sie noch einen Schlachter wählen. Wie, Es was hast ist, du gerade gesagt? Bei den Wahlen kann man was? bei den Wahlen dürfen sie sich einen neuen Schlachter wählen. Also Die das, Schlafschlachter. ja. Ich. Ja, sie können den Schlachter austauschen, aber nicht an der Sache ändern. Es ist, ja, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Also es ist, die deutschen Medien ist hoffnungslos. Also nur, weißt du, so ein Beispiel. Jetzt hat sich der Pistorius hingestellt und zu der Geschichte mit dem Abgeordneten-Telefonat gesagt, das ist russische Desinformationskampagne. Und ich sitze dann da und sage, Moment mal. Die Russen veröffentlichen ein Gespräch, Dass die Regierung selber als authentisch bestätigt. was die Regierung als authentisch bestätigt. Also die Russen veröffentlichen die Wahrheit Aber es ist und das ist Desinformation. Desinformation. Ja, genau. Ach. Ja, so. Und keiner bei Spiegel und Tagesschau kommt und sagt, hallo, hallo, Boris, erklär mal, werd noch mal wie langsam, nochmal. Sondern die Naja. sagen, das stimmt, das ist heute, ja. Also du kannst diesen Medienapparat, das ist vorbei, das ist durch. Was denkst du, Aus, ob Ende. Lanz da die Fragen stellt, wenn er selber auf der SiKo mit dabei sitzt und 1,8 Millionen im Jahr vom ZDF reingeschoben bekommt? Du wirst doch nicht Das ist erwarten, bestimmt ein dass ganz der. unabhängiger Typ. Ja. Der sieht Komm. halt so toll aus, weißt du? Das ist halt der smarte Schwiegersohn und auch eloquent und intelligent, aber halt indoktriniert bis durchs Mark, ja. Ich habe dir gerade übrigens ein paar Bilder weitergeleitet auf Telegram. Guck da mal schnell rein. Es gibt eine aktuelle Fotokampagne von der amerikanischen Vogue, und ich muss mal gucken, ob ich das hier einblenden Oh, kann. mir auf Telegram. Ja, guck da mal rein. Also die Vogue hat hier, während das ganze Land ausblutet,
haben die eine Strecke gemacht, eine Fotokampagne gemacht, wo du dir denkst, sag mal, geht's noch? Habt ihr auch nur irgendwie eine Also Ahnung? ich hab von dir nichts gekriegt. Wem hast du es geschickt? Dir per Telegram. Ich nichts gekriegt. Guckst du? Guckst du? Guckst du? Thomas Röther, weiterleiten. So, hier, guckst du. Ah, ja, jetzt hat er es mir geschickt. Wie findest du so ein Fotoshooting, so ein Cover von der amerikanischen Vogue? Hat was, oder? Kommentier das mal bitte, ja? Muss ich dazu sagen, die Vogue fotografiert hübsche ukrainische Bei dem Post Mädchen steht, in die gehirngewaschenen Ukrainer werden von der Straße gezerrt, geschlagen und in einen US-Krieg gezwungen. Ganze Generationen werden verstümmelt oder ausgelöscht. Und dann kommt die Vogue mit sowas raus. ja, alle hübsche Mädchen in Uniform, entschlossen guckend, alle glücklich. Ja, du, wir sind im Zeitalter der Kriegspropaganda, es ist nun mal so. Ist das jetzt digitale Demenz im Endstadium oder nee, nicht digitale Demenz? Nein, Kognitive das ist nicht. Dissonanz wollte ich sagen. Was wundert dich daran? Also Kriegspropaganda gab es immer, wenn es Kriege gab. Du musst dir den Leuten irgendwie. Und je schlimmer es läuft, desto härter die Propaganda. Als es beschissen gelaufen ist, hat irgend so ein Penner in Berlin gesagt, wollt ihr den totalen Krieg? Und die haben gesagt, super geil. Wer So, war das das? ist, ne? Wer war das, dieser arbeitslose Maler aus Wien? Nee, das war sein Kumpel, War der sein Kumpel Humpelfuß. Josef hat das gesagt, ja. Humpelfuß war das. Aber das ist genau das, nicht? Und jetzt auch der Kiesewetter wird damit sagen, wir müssen all in gehen und alles hinschicken, dass seine eigenen Generäle sagen, das wird am Krieg nichts ändern. So, jetzt finde den Fehler. Ganz aktuell die Meldung von dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, Franke. Der hat gesagt, ja, diese Waffe muss definitiv eingesetzt werden und medienwirksam ist er auch zu dieser Firma gegangen, die im Bayerischen sitzt. Also die In Taurus. Schrobenhausen, wo die Bundeswehr ihre Soldaten hinschicken wollte, damit sie Daten weitergeben kann. Ja. Zum Beispiel. Also, wie erklärst du dir, müßige Frage vielleicht, dass die Bellizisten, dass die Kriegstreiber jetzt dermaßen großen Aufwind haben, weil sie sich alle quasi auf der Gewinnerseite wähnen, was eigentlich nicht sein kann, weil die sind ja auch nicht doof und sehen, wie es da drüben ausschaut. Oder ist das einfach Marschvorgabe, also dass die einen Marschbefehl haben, von wem auch immer, wo drauf steht, argumentieren Sie so vor den Medien, unterstützen Sie das? Weil wir haben es ja unisono bei den Grünen, bei der CDU, bei der CSU, auch bei der SPD. Obwohl Scholz natürlich hier öffentlich sagt, nein, ich habe hier Richtlinienkompetenz und ich lasse nicht zu, dass die Taurus-Flugkörper geliefert werden. Wobei wir wissen, dass die eigentlich schon lange da sind auch, ja. Na gut, das weiß ich jetzt nicht, aber ist eine andere Frage. Du musst das diese Leute fragen. Ich weiß nicht, warum der Söder sowas sagt. Ist der blöd? Hat ihn irgendwer in den Eiern? Also gibt ja auch bestimmt Blöde, die den Scheiß glauben, den sie erzählen. Ne? So ist es ja nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Also ganz objektiv, jeder, also ne, so, du kannst ja auch so lange, wie du willst, antirussisch sein. Aber jetzt, die Bundeswehr hat 600 Stück von diesen Raketen. Die Generäle haben gesagt, mehr als 100 können sie gar nicht schicken. Die sind ja zum Teil gar nicht einsatzfähig und so weiter. Also 100 können sie maximal schicken. Wie 600? 600 sind produziert worden, mehr oder weniger, oder? Also die Bundeswehr soll 600 Stück im Bestand haben. So, jetzt sind davon vielleicht viele nicht einsatzfähig, müssen erstmal wieder. Ist egal, 600. Die Zahl habe ich ihr gesehen. Das ist das, was die Bundeswehr haben soll. Von den Dingern. So, 100 haben die Generäle gesagt, können sie schicken. Und dann sagte Gerhard, aber dann ist auch Ende Gelände, waren seine Worte. So. Und das heißt, die würden also Raketen weggeben, die sie eigentlich selber brauchen, die auch Geld kosten, von denen die Generäle sagen, bringt überhaupt nichts, wird den Krieg nicht ändern, bringt aber das Risiko, selbst in den Krieg reingezogen zu werden. Und also an der Sache ist ja nicht mal was zu gewinnen. Also auch wenn du radikal pro-westlich bist, pro-deutsch und nicht pro-EU, dann die gewinnen nichts. Ja, also es ist nichts dabei, was da jetzt, außer dass sie vielleicht ein paar russische Ziele wegbomben, beim Munitionslager hier und ein Öllager da und dann 100 Soldaten hier, aber das ist ja alles nicht kriegsentscheidend. So, den Russen noch ein bisschen wehtun, aber dafür selber einen Riesenpreis riskieren zu zahlen. Das ist objektiv gesehen Blödsinn. Und das dürften die meisten von denen auch wissen. Das ist die Frage, warum erzählen sie so einen Scheiß? Ich habe keine Ahnung. Einige sind vielleicht wirklich blöd,
Andere sind inzwischen so radikalisiert, dass sie gar nichts mehr merken. Und wieder andere haben wahrscheinlich auch, werden von irgendwem kurz an den Eiern gehalten. Ich weiß es nicht. Aber es ist objektiv gesehen Unsinn. Äußerst Es dumm. ist, Äußerst dumm, das Ganze. ja, ich sehe also beim besten Willen nicht, wie das irgendwas bringen soll mit diesen Raketen. Die Storm Shadows haben sich ja auch nicht gerissen. So, und ja, also es ist einfach nur Dummheit. Die Argumentation in diese ganze Kriegstreiberei ist ja immer die drohende Gefahr des jetzt bald bevorstehenden Angriffskrieges seitens Putins. Pistorius sagt täglich quasi, der hyperventiliert es so eine Endlosschleife, dass in 5 bis 8 Jahren spätestens die Russen über Europa laufen werden, die Panzer bis zum Rhein und noch weiter, vielleicht sogar bis zum Atlantik. Also diese ständige heraufbeschworene Gefahr dessen, dass Putin eigentlich die NATO jetzt gleich im Sprung überfällt. Und du hast einen Artikel geschrieben, ob man Putin denn glauben kann, dass er kein Land angreifen möchte, weil das ist ja das, was er permanent sagt, dass das zu sehr großem Nachteil wäre, wenn Russland das jetzt machen würde. Wenn wir uns anschauen, welche großen Probleme Russland hatte bisher im Krieg, zwar zum Vorteil von Russland, aber wie viele Zehntausende Menschen sind gestorben, was das staatstechnisch gekostet hat, die Sanktionen, das alles. Ich weiß, Russland steht besser da wie der Westen, aber trotzdem wäre es ohne Krieg besser noch, ja? Das ist ja ganz klar. Okay, nochmal. Lange Rede, kurzer Sinn. Kann man Putin vertrauen, wenn er sagt, er greift die NATO nicht an? Warum habe ich diesen Artikel geschrieben? Weil ich immer wieder diese Argumentation höre, dass Putin sagt, er will die NATO nicht angreifen. Das ist ja völliger Quatsch, weil er hat ja auch 2022 gesagt, er will die Ukraine nicht angreifen. Und er Genau, hat wohl mal da haben gelogen, er wir hat es beide natürlich. am Tag vorher noch Sendung gemacht, so nach dem Motto, jetzt die Donbass-Staaten, die ganzen Republiken sind anerkannt, jetzt ist Schluss, jetzt ist Schicht im Schacht. Ja, gut, ich hatte gehofft, dass Kiew dann das wäre ja auch gewesen, wenn Kiew vernünftig gewesen wäre, gesagt hätte, okay, scheiße, jetzt haben wir es verkackt, ja, dass sie dann anfangen, da wirklich einen riesen Wirbel von zu machen. Also die haben ja danach, nach der Anerkennung, haben sie erst richtig angefangen, auf den Donbass zu schießen. Kiew hätte in dem Augenblick sagen können, okay, ja gut, hochgepokert und verloren, dumm gelaufen. Da würden jetzt noch 1,5 Million Menschen noch leben. Also, es waren ja völlig irre Entscheidungen. Ich habe ja auch gesagt, die Ukraine kann gegen Russland keinen Monat durchhalten. Auch das war richtig. Weil die waren ja Ende März waren sie ja bereit, ein Friedensangebot anzunehmen. Das ist ja, hat jetzt gerade die Wall Street Journal hat es jetzt gerade gestern tatsächlich mal veröffentlicht. 17 Seiten Vertragstext. Also es ist ja alles keine russische Propaganda. Und dann kam Johnson und hat das Ganze gecancelt. Und dann kam die Waffenhilfe aus dem Westen. Die Ukraine alleine war nach einem Monat erledigt. So, aber dass der Westen so all in geht, ja gut, das habe ich beim besten Willen auch nicht befürchtet. Also, dass die so, aber gut, die wollten es haben. Gut, aber zurück zum Thema. Hat Putin vor Februar 22 gesagt, er geht nicht in die Ukraine? Weil das ist ja der Punkt, ne? Sie sagen, man kann Putin nicht glauben, weil der lügt sowieso, hat er ja damals schon. Und die Antwort ist nein, hat er nicht gelogen. Ich erinnere nochmal daran, und wir hatten das damals in der Sendung, die Sendung ist da Heiligabend oder was gekommen oder irgendwie sowas. 19, 2019 sind wir jetzt gerade, 2021. ja. Oh, 2021. okay, alles klar. Sorry, ich war jetzt gerade, Corona hat ja 20 Nee, angefangen. nee. Nee, nee, 2021 im Dezember. 21, kurz vor dem Einmarsch, 2 Monate vorher, ja. Da haben die Russen im Dezember gegenseitige Sicherheitsgarantien, ich habe das immer wieder gesagt, vorgeschlagen, um das noch zu verhindern. Das war die letzte Möglichkeit, die Eskalation in der Ukraine zu verhindern. Und der Westen hat nicht drüber geredet. Und damals habe ich im Dezember schon gesagt, wenn der Westen jetzt das ablehnt, was Russland vorschlägt, dann geht's los. Das habe ich in der Sendung gesagt damals. Und der Witz ist folgender, das war auch kein Wunder. Weil die Russen haben gesagt, wenn ihr jetzt diese Sicherheitsgarantien beidseitig, nichts für uns einseitig, beidseitig für beide Seiten, wenn ihr die, lieber Westen, nicht wollt, dann müssen wir, und das war immer das Zitat, militärtechnisch reagieren. Es war mit Ansage. Und das war noch vor der SICO, wo das Ganze ja nochmal gesteigert wurde. Ja, klar. SICO Also, aber 22, München, ich ich hätte weiß, gerne ja, ein aber paar Atomraketen. darum geht es jetzt gerade. Es geht um die Frage, es geht um dieses irrsinnige Argument von Medien und auch Politik. Man könne Putin nicht glauben, weil er ja vor dem Ukraine-Ding auch gelogen hat. Nein, hat er nicht. Hat er nicht. Er Er hat hat die es ganz rote deutlich Linie gesagt. aufgezeigt. Er hat genau Er hat gesagt, ja.
Er hat genau gesagt, wenn wir jetzt hier nicht zu einer Einigung kommen, dann muss ich militärtechnisch reagieren. Viel deutlicher kann man es nicht sagen. Also das heißt, mir geht es einfach um die Frage, ist, ne, wo lügt Putin immer oder nicht? Nein, er hat es immer offen gesagt. Und genauso offen ist es auch jetzt mit der NATO. Er sagt, NATO angreifen ist völliger Quatsch. Erstens haben wir gar keine solchen Interessen, die es rechtfertigen würden. Und zweitens ist ein Krieg gegen die NATO völliger Wahnsinn. Das ist Atomkrieg, Ende der Menschheit. Ja, also, aber das ist ja der Witz, wie die arbeiten hier. Sie erzählen im Westen, die Medien und die Politiker erzählen, Putin hätte damals gelogen, was er nicht hat. Er hat es deutlich gesagt. Die westlichen Medien haben es nicht berichtet, ist ja der Witz dabei. Und jetzt erzählen die Lüge von wegen der böse Russe will morgen über die NATO. Was will der hier? Was soll der hier? Hat Deutschland irgendwie Goldvorräte oder Diamanten, Minen, die Russland unbedingt haben will? Naja, argumentiert wird in die Richtung, die Sowjetunion hatte das ja schon mal vor. Also Putin gleich Sowjetunion, diese kurze. Das ist ja auch so blöd. Die Sowjetunion war ein idealistisches System, also ideologisch ist das Wort, und hat irgendwie den Traum von der Weltrevolution gehabt. Das hat Russland nicht. Das heutige Russland hat mit der Sowjetunion nichts zu tun. Das ist so wie Bundesrepublik und Kaiserreich. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das ist was anderes. Es ist ein Staat mit anderen Zielen, mit anderen Plänen und so weiter. Also nur jetzt auf die deutsche Politik zu schließen, weil Kaiser Wilhelm 1890 irgendwas gesagt hat, ist ein bisschen absurd. Und so ist es hier auch. Die Sowjetunion und Russland sind völlig verschieden. Die Sowjetunion wollte die Weltrevolution. Alles gut. Bestreitet kein Mensch. Russland hatte keine Weltrevolution. Es sind übrigens nicht die Russen, es sind die Amerikaner, die ihre Demokratie überall tragen wollen. Ja, die Russen sagen allen, lebt wie ihr wollt. Lasst uns Handel treiben, reisen. Schön. Von Ihr könnt aber. Vladivostok bis Lissabon. Stell mal vor, Das wird wohl so weit. wenn die Das wird wohl letzten so weit 30 gehen. Jahre in diese Richtung gearbeitet worden wäre und viele, viele Billionen Dollar und Euros nicht in irgendein Tod und Zerstörung, sondern in Infrastruktur gesteckt worden wäre, Pipelines, Straßen, Handelswege, Seidenstraße und das alles, wenn man quasi auf Augenhöhe miteinander kommuniziert und gearbeitet hätte, wie die Welt sich jetzt entwickelt hätte, mit einem intakten Libyen, mit einem intakten Syrien, mit keinem desolaten Afghanistan, nochmal 30 Jahre zurückdrehen und alles neu aufsetzen. Wäre Aber schön das war gewesen. nicht das Ziel der Neokons. Das Ziel ist es, die Niederringung Russlands kurzfristig, um längerfristig dann den eigentlichen Hauptgegner niederzuzwingen, China. Und wir nähern uns eben einem großen Konflikt immer mehr. Du schreibst ja auch, es wird immer deutlicher, der Frontverlauf. Also Dritter Weltkrieg, wir haben es gerade schon gesagt, jetzt nicht. Darf ich noch mal ganz kurz, bevor du auf das Ja, Thema kommst, ich ja, wollte eins ja. die ganze Zeit sagen, bin ich nicht dazu gekommen. Ja, du hast eben auch immer wieder erwähnt, dass Russland ja ganz gut durchgekommen ist durch die Sanktionen. Ich war ganz überrascht. Im Spiegel war jetzt ein Artikel, in dem sie tatsächlich jetzt mal offiziell mitgeteilt haben, wie gut Russlands Wirtschaft dasteht. Im Spiegel. Im Spiegel. Was ist passiert? Welche Drogen haben die genommen? Das weiß ich. Die haben da einen Typ, der heißt Benjamin Bitter. Relativ, ja, egal. Also, auf jeden Fall, der schreibt, wenn er mal was über Wirtschaft schreibt, ist das meistens nicht schlecht. Das ist zwar auch ein Typ, der mir eher negativ als positiv auffällt, aber von Wirtschaft hat er ein bisschen Ahnung. Und der hat natürlich dann versucht zu analysieren, das ist ja alles nur irgendwie, ja, also könnte ja alles noch wieder gut werden für uns, aber so. Er hat aber dargestellt, tatsächlich, die russische Wirtschaft funktioniert. Und zwar richtig, nicht irgendwie wegen Kriegswirtschaft und so, sondern sie funktioniert. Die Russen haben sich auf die Sanktionen vorbereitet. Sie wussten, das wird irgendwann kommen. Sie haben sich seit 2014 eingestellt. Und die russische Wirtschaft boomt. 4% Wirtschaftswachstum. Letztes Also Jahr. alle Bereiche, Baugewerbe, Baugewerbe sowieso. Handel, Hallo. Baugewerbe sowieso. Baugewerbe ist ja ganz, ganz heftig in Russland. Handwerk. Also die Handwerk auch. Um Gottes Willen, die Russen haben ein Problem mit zu wenig Handwerker. Baugewerbe, nochmal, ne? Also erstmal allein, was in den ehemals ukrainischen Gebieten gebaut wird, aber auch im Rest von Russland, nochmal, die Russen bauen pro Jahr 1,2 Millionen Wohnungen. Ihr kriegt keine 250.000 hin. Wie sieht es mit Straßen, Autobahnen und sowas aus? das
Kannst du dir nicht vorstellen, was die hier gebaut haben? Es ist, von Petersburg nach Moskau ist eine komplett neue Autobahn, 800 Kilometer. Von Moskau nach Süden, ich bin die ja gefahren, bis zur Krim-Autobahn, 1500 Kilometer. Alles neu. Teilweise fünfspurig. In den letzten 10 Jahren. Ja, letzten 10, 20 Jahre. Ja. Ja, und nach Osten raus genauso. Irre. Wer baut da? Russen oder sind es chinesische Bautrupps, die da mithelfen, sondern wirklich originär russisch alles? Nee, es sind Russen. Russland sind türkische Bauführer aus irgendeinem Grunde sehr aktiv. Ich weiß nicht warum. Russen. Gut, gibt auch Gastarbeiter irgendwie, noch, was ich auch aus den ehemaligen sowjetischen Republiken sind ja viele Gastarbeiter in Russland. Russland hat ja auch 15 Millionen Ausländer oder so. Wie erklärst du, dass der Spiegel jetzt eben so einen lichten Moment hat? Hat der Redakteur die Cannabis-Legalisierung einen Monat vorgezogen und schon mal positiv da Ja, das gibt es ja immer. durchgeatmet? Ich nenne das Feigenblattartikel. Das gibt es ja immer, dass die Medien, du kannst ihn ja ganz selten, also schon häufig, aber du kannst ihn bei vielen Themen nicht vorwerfen, dass sie nicht berichten. Sie haben dann mal einen Artikel, der ist gut, und auf den kommen 50 Dinger, die das Gegenteil. Aber die können immer sagen, wir haben es aber berichtet. Ja, also ich nenne das Feigenblattartikel. Aber es war einfach faszinierend, im Spiegel zu lesen, wie gut die russische Wirtschaft dasteht. Das war schon toll. Also Im es, wie Gegensatz zu dem gesagt, ganzen Getrommel bei sämtlichen Talkshows und so weiter. Ja, völliger Blödsinn. Also es ist, wie gesagt, es auch ist. nochmal, Spiegel liest jetzt auch nicht jeder, weißt du, das ist vielleicht das intellektuelle Blatt, weißt du, wo so der Herr Oberschuldirektor, Oberstudienrat, Chefarzt, Landrat, die lesen den Spiegel, um quasi sich in ihrer Peer Group da wohlzufühlen. Aha. Aber wundert mich schon, dass die dann da mehr oder weniger mal objektiv berichten. Ja, das haben alle Medien. Ja, ich nehme das Feigenblattartikel. Also gut, außer der Bild. Der Bild ist ja nicht zu helfen. Aber eigentlich haben fast alle Medien zwischendurch mal so einen Feigenblattartikel. Sie können immer sagen, wir haben mal berichtet. Zwar nur kurz und dann gut versteckt, aber immerhin, das gab es mal. Lass uns gleich nochmal hüpfen auf diesen Artikel mit dem Frontverlauf. Wo kannst du denn diesen Frontverlauf richtig deutlich machen? Wo können wir erkennen, dass hier jetzt wirklich auch so ein Wort wie Dritter Weltkrieg angebracht ist? Wobei ich da immer noch irgendwie Bauchschmerzen habe und mir läuft es ja kalt über den Rücken, weil wir eben gesagt ein anderes Bild mit aufsteigenden Atompilzen da vor uns haben bei dem Dritten Weltkrieg. Ja gut, also zunächst einmal ist Westen gegen Russland, Ukraine haben wir schon gehabt. Ganz spannend ist, wie sich das um Israel mit rum entwickelt. Also Israel und Russland hatten eigentlich ein gutes Verhältnis. Seit 22, seitdem das in der Ukraine angefangen hat, hat man über das Verhältnis wenig gehört. Aber anscheinend ist das hinter den Kulissen furchtbar in den Arsch gegangen. Wie ist das historisch einzuordnen, das Verhältnis, weil viele russische Juden nach Israel gegangen sind und da eine große Das Verbindung ist, oder wie ist das? ist sicher ein Grund, aber also es ist kompliziert. Also die Sowjetunion zum Beispiel war eher anti-israelisch. Ja, die Sowjetunion hat ja Ägypten unterstützt und so und hat die ganzen Araber mit Waffen beliefert. Und weil die Sowjetunion gesagt hat, die Israel ist ein amerikanisches Projekt da im Nahen Osten und so weiter. Das heißt also, das war nicht immer gut. So, dann sind ganz viele nach der Wende ganz viele Russen, Juden nach russische Juden nach Israel ausgewandert. Das hat sicherlich auch viel dazu beigetragen, gutes Verhältnis zu machen. Aber politisch sind die sich immer noch nicht grün. Und seit 22 ist das, ich vermute mal, dass es in den Kulissen viel schlechter ist, als wir denken. Weil die haben zwar in Syrien Meinungsverschiedenheiten, aber sonst ging es alles noch. Aber richtig aufgeplatzt ist das mit der Gaza-Geschichte. Da gab es die Meldung, dass israelische Soldaten in der Ukraine gekämpft hätten. Die wären aus der Ukraine abgezogen worden, zurück nach Israel. Wenn das so ist, dann wissen die Russen das schon lange. Und sind sicher schon lange nicht mehr glücklich mit den Israelis. Netanyahu hat gesagt, es gibt ja einen Grund, warum er Israel, weil der Ukraine keine Waffen liefert. Nämlich vor allem einen einzigen. Er will nicht, dass die Waffen über die Ukraine zurück zur Hamas kommen, weil die Ukraine so korrupt ist. Ne? Also, und Ja, damit hat er auch klar. gesagt, wenn die Ukraine nicht so korrupt wäre, würde ich ihr Waffen gegen Russland liefern. Auch noch aus. Ja, also er hat ja nicht gesagt, ich tue es nicht, weil ich mich raushalten will oder weil Putin mein Freund ist oder weil ich, ne, weil ich Sondern weil er spielen Angst will. hat, seinen eigenen Gegner damit aufzurüsten, ja. Genau. Also er hat ganz klar gesagt, im Grunde würde ich Waffen liefern, aber die Ukraine ist mir zu korrupt. Das ist übrigens auch eine Sache, über die ich mit dem Krass. ehemaligen ukrainischen Agenten gesprochen hat. Der hat nämlich sehr detailliert, der war auch in Syrien unterwegs, hat recherchiert. Der hat sehr detailliert die Wege aufgezeigt in einer Reportage, wie die Waffen aus der Ukraine nach Hamas kommen und so, zum IS. Egal.
So, und dann kam diese Hamas-Geschichte Anfang Oktober. Und dann gab es in Israel ein furchtbares Geschrei. Die waren so sauer auf die Russen. Die Politiker haben ja teilweise dann unglaublich. So, aus Russland kam eigentlich kaum noch was. Und inzwischen beschimpfen die sich richtig heftig in der UNO. Also der Russland sagt inzwischen, die Ukraine und Israel kämpfen gegen die Menschheit, Was? führen Krieg gegen die Menschheit, ja. Und Israel antwortet, Russland wäre ein Terrorstaat, der die Hamas unterstützt. Also das sind richtig, die haben sich richtig lieb jetzt. Aber das ist, die nehmen keine Rücksicht mehr. Das sind Sachen, die sie sich in der UNO an den Kopf werfen. Jetzt kam zwar schon eine ganz kleine Nebenbeimeldung. Russland schließt jetzt mit Jemen, also den Houthis, einen Vertrag über die gemeinsame Nutzung von Bodenschätzen. Die wollen ihnen helfen. So nebenbei kommt auch nicht wirklich viel in den Medien. Ja, also Weil die. Russland ist mit Iran befreundet. Es ist auch in Sachen Israel auch klar, wie das Verhältnis ist. Und Ja, Houthis also ist auch klar, ja. da bildet sich was raus. Also, das ist. Ich habe das in dem Artikel so geschrieben, das ist so wie Zweiter Weltkrieg. Da gab es einen Krieg in Europa und einen in Asien, aber irgendwie war es alles zusammen der zweite. Und sowas Ähnliches, so Parallelen sehe ich hier auch, weil Israel bombardiert Russlands Verbündete in Syrien. Russland schließt jetzt Rohstoffabkommen mit dem Land ab, Jemen, das Israel den Krieg erklärt und im Roten Meer auf amerikanische und britische und israelische Schiffe schießt. Iran noch oben drauf als Bonus. So, und dann mal gucken, was in Taiwan noch passiert. Wie passt denn da Saudi-Arabien rein? Weil der Krieg wird im Jemen wird ja hauptsächlich von Saudi-Arabien auch geführt. Der Und ist vorbei. wenn jetzt Russland, Nein, der ist vorbei. seit wann ist der? Saudi-Arabien hat schon lange Waffenstillstand mit den Houthis. Okay, danke. Habe Das ich ist lange, gar ist nicht lange, darum ist mitgekriegt. der, Hilf darum ist mir das aus den Mann. Nachrichten verschwunden. Die haben Waffenstillstand geschlossen schon vor Jahren, weil sie gesehen haben, sie können nicht besiegen, kosten nur Geld. Und als die Jemeniter auch noch angefangen haben, irgendwelche Öllager wegzuschießen mit Drohnen, haben die Leute gesagt, okay, das ist da nicht wert. Spul mal So. zurück an den Punkt, wo Waffenstillstand wirklich da das Thema war. Ich musste es jetzt suchen, weiß ich nicht. Ich müsste das Datum suchen. Aber die Saudis haben irgendwann gesagt, ist zu teuer, bringt nichts und haben sich dann, da ist so ein kalter, heiß, also so ein heißer Frieden oder so. Die haben aufgehört, sich wirklich zu bekämpfen. Darum haben doch die Saudis und die Iraner sich annähern können. Die Iraner sind Unterstützer der Houthis und inzwischen haben die Saudis und die Iraner wieder diplomatische Beziehungen aufgenommen und Außenminister haben sich besucht und so. Also Das wir ist können jetzt alles. nicht richtig von einem Friedensabkommen sprechen, sondern das ist halt so ein Status quo, sondern haben wir, okay, wir hören jetzt auf zu schießen. Ja. Und reden stattdessen. Okay. So. Und jetzt, wie gesagt, während die Houthis da auf alles Mögliche schießen, ist die arabische Welt erstaunlich still. Weil die können das ihrer Bevölkerung nicht erklären, wenn sie sich gegen die Houthis stellen. Die Araber sehen jeden Tag, wie Israel die Palästinenser abschlachtet. Und wenn dann die saudische Regierung sagt, ja, aber die Houthis sind jetzt doof, weil die auf der Seite von Israel stehen. Hallo, da hast du Palastrevolution. Also das heißt, egal was die Saudis eventuell in der Regierung wollen, die können gar nicht. Die können sich jetzt nicht auf die Seite von Israel und dem Westen stellen. Können sie nicht. Das können sie ihren Leuten nicht erklären. Mir ging es eher das Verhältnis von Russland zu Saudi-Arabien, was Bestens. das bedeutet. Ja, das ist doch super. Die Also. Saudis haben doch den Amerikanern 2 Jahre lang jetzt gesagt, wir machen die Ölförderung nicht, erhöhen die nicht. Um den Ölpreis zu drücken, finden wir doof. Und die Amerikaner, das muss aber sein, damit die Russen weniger Geld verdienen. Die Saudis gesagt, ist uns doch egal. Also, das ist, ja, und Putin wurde ja der rote Teppich da ausgerollt, als er in Arabien war. Also Oh, gut. hallo. Also, darum, das ist, ne, wie gesagt, wie ich sage, ne, der ganze globale Süden, wenn er sich entscheiden muss, was er nicht will, weil die alle einen keinen Bock haben auf großes Theater, aber wenn die irgendwo sich mal entscheiden müssen, dann ist es nicht zugunsten des Westens. Ja, nehmen wir die jetzt. Kommen wir noch nach drauf? Auf die G20? Ja, kommen wir noch. Das ist das, was man sieht. Und wenn man jetzt guckt, dass sich also da, wo jetzt knallt, also sprich Nahe Osten und Ukraine, die Konfliktparteien ziemlich die gleichen sind, mehr oder weniger. Und das vermutlich ja auch so sein würde, wenn es in Asien knallt mit Taiwan. Also der Frontverlauf wird deutlich. Wann ist ein weitwundes Tier am gefährlichsten, wenn es mit dem Rücken zur Wand steht? Und ich habe das Ja. Gefühl,
dass eben dieses Imperium, speziell auch Amerika, aber Europa, England gehört ja auch als Anhängsel mit dazu, dass dessen große Machtposition sich dem Ende zuneigt. Davon reden wir auch schon lange, aber dass das jetzt wirklich unausweichlich wird und dementsprechend dann auch die Reaktionen von diesem angeschlagenen großen Raubtier umso Du, unberechenbarer werden. ein Borel hat schon, ein Borel, immerhin Borel, Josep Borel, hat schon in seinem Blog geschrieben, dass nicht das, dass sich die westliche Hegemonie nicht dem Ende zuneigt, sondern zu Ende ist. Das hat er schon kapiert. Was hat, bei seinem Blog ist es so, dass er den wahrscheinlich nicht selber schreibt. Da gibt es genug Hinweise, weil da irgendwie das eine erzählt, das andere schreibt. Das lässt er wohl irgendeinen Assistenten schreiben. Aber Fakt ist, es ist auf seinem Blog erschienen. Ja, der hat immer mit dem Ad-Zeichen so Probleme, ich weiß ja. Ja. Egal, ich will jetzt nicht lächerlich machen, aber ich bin gespannt, was da jetzt dieses Jahr noch passiert, weil die Entwicklungen in diese Richtung sind ja schon ziemlich krass. Also diese Neuformatierung der ganzen Weltarchitektur passiert live und in Farbe vor unseren Augen. Vielleicht nicht jeden Tag so, dass man es direkt sieht, dass jetzt was passiert ist, wie zum Beispiel das mit dem Jemenkrieg, dass da mehr oder weniger die Waffen ruhen, ging voll an mir vorbei, obwohl ich eigentlich immer alles mit aufschnappen versuche. Man kann gar nicht alles immer mitkriegen. Und worauf will ich hinaus? Ja, dass diese Neustrukturierung der Welt so jetzt so richtig Fahrt aufnehmen wird, dieses Jahr, nächstes Jahr, bis zur Wahl sowieso. Also entweder bringen sie den Trump um oder False Flag oder irgendetwas. Das wird dieses Jahr wird noch Popcorn ohne Ende. Natürlich in Anführungszeichen Popcorn. Das wird zum Leid von vielen Leuten sein. Aber ja, gutes Stichwort zu dem nächsten Artikel. Isolation des Westens, unser Wertewesten, der sich da so wie nennt sich das? Die Werte, die auf regelbasierte Werteordnung so vor sich herträgt, wie Regelbasierte Weltordnung, nicht Weltordnung, Welt. Werteordnung, ja, Weltordnung, ja, ich habe Werteordnung aber auch schon gehört. World Order, Das war Rule-Based wahrscheinlich, World Order. Werteordnung war wahrscheinlich in Baerbock. Könnte auch sein. Die wertebasierte Werteordnung, das wäre doppelt, ja. Ja, der Westen hält sich für den Nabel der Welt, weil ja alle ins gleiche Horn stoßen in unseren Medien. Also sie gucken auf sich selbst und sagen, wir sind toll. Und der globale Süden sieht es anders. Aber jetzt Ja. nochmal, ich lese hier gerade in der Überschrift, der Spiegel sieht es anders. Also ist der gleiche Autor schon wieder dabei gewesen, der Das war, nee, erkannt das hat, war ein anderer Artikel. Nee, der Spiegel erzählt ja seinen Leuten immer noch, wie toll das alles läuft im Westen. Ne, der Westen, die geht super. Also war so, gut, will nicht auf den Artikel jetzt im Einzelnen eingehen, wer interessiert ist, ne, kannst du ja in der Videobeschreibung finden, die Artikel. Es ging um die G20. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt hier, ne? Vor ein paar Wochen. G20 finden ja jetzt, dieses Jahr ist Brasilien, und da waren schon mal die G20 Außenminister haben sich irgendwie getroffen vor kurzem, und da hieß es schon im Vorwege, oh, das wird wohl nichts mit der gemeinsamen Erklärung. im Vorfeld schon. Ja, vorwärts schon. Und das, also, zu sowas gehört eine Erklärung. Die treffen sich und dann erklären sie, was sie so beschlossen haben. Und da wurde also schon im Vorfeld gesagt, nee, das wird wohl nichts, weil der Westen partout in der Erklärung seinen Ukraine-Blödsinn drin haben will und so weiter. Und der globale Süden schon lange sagt, interessiert uns ein Kehricht. Uns interessieren Lieferketten, Getreidelieferungen, Hunger. Das ist das, was uns interessiert. Ihr mit eurer Ukraine und Waffen, das ist euer Problem. Wollen wir nicht mal drüber reden, sagt der globale Süden. Womit wir wieder bei der Frontlinie wären, und wohin sie sich drehen, ist wirklich, sie würden gerne neutral bleiben. Ob sie es können, weiß man nicht. Aber sie sagen, wenn es darauf ankommt, sagen sie zwischen den Westen, nee, nee, kein Bock, wollen wir nicht so. So, das heißt, das war schon mal da angekündigt, dass es wohl keine Erklärung geben würde. Es gab dann auch keine. Und jetzt kam kurz danach das Treffen der G20-Finanzminister, und da hat dann der Spiegel auch erklärt, ja, eine Erklärung ist wieder nicht zustande gekommen, so gab keine. Und der Spiegel hat es natürlich so dargestellt, die ganze Welt ist gegen Russland. Sie hätten es nicht, es hätte keine Erklärung gegeben, weil Russland bei der Ukraine den Formulierungen nicht zugestimmt hätte. Aha, fast richtig. Es gab keine Erklärung, weil der gesamte globale Süden die scheiß Ukraine nicht im Denk drin haben wollte. Und es gab keine gemeinsame Erklärung, weil der Westen das Thema Israel
also die ganze Gaza-Thema als humanitäre Katastrophe bezeichnen wollte, ohne Israel zu erwähnen. Da hat der globale Süden gesagt, nee, nee, so nicht. Das ist keine Katastrophe, die so vom Himmel auf Gaza gefallen ist. Das ist ein Völkermord der Israelis an Palästinensern. Wenn ihr das nicht reinschreiben wollt, nicht so. Also man sieht diese Trennlinie. Man sieht diese Trennlinie. Der Westen stößt den Rest der Welt, die 50 Länder des Westens stoßen den Rest der Welt immer weiter von sich weg. Und das ist das, was man wunderbar beobachten kann. Also da ist überhaupt keine Spur davon, dass der Westen irgendwo Punkte sammelt. Also Indien ist noch vielleicht das spannendste Land, aber alles andere, ich könnte das alles vom letzten Jahr wiederholen. CELAC-Treffen, da war das gleiche in Grün. Also CELAC ist die ganze latein- und karibischen, lateinmittelamerikanischen Länder, einen Gipfel mit der EU gehabt. Der ist denen auch geplatzt. Die EU wollte da Zelensky einladen, dass der auftritt. CELAC hat gesagt, lass den zu Hause, den wollen wir gar nicht sehen. Ja, und so weiter. Ständig. Also es ist inzwischen so eindeutig, dass der Westen den globalen Süden verloren hat. Und darum eben, nicht, dann kommt auch so ein Borrell um die Ecke und sagt, ja, pfuh, die Hegemonie ist eigentlich vorbei. Also wir kackieren hier rum und keiner hört zu. Und dann ist das geil, wie die Medien das darstellen. Ne? Die schreiben immer, du musst auch darauf achten, sind Formulierungen, die mir sehr gefallen. Ja, wenn die Medien dann verschweigen wollen, dass der Westen in der Minderheit ist, dann schreiben sie, sehr viele Länder haben Russland dafür verurteilt. Ja, sehr viele Länder aus dem Westen und außerhalb keiner. Ja, also das ist, ja. Jetzt haben sie na, auch gerade im Artikel wieder das Beispiel, hatten sie den Artikel noch nicht im Spiegel, irgendwer hat EU, glaube ich, EU-Kommission, war das überhaupt im Spiegel oder war das woanders? Vom Spiegel war es auch. EU-Kommission hat jetzt bei der UNO irgendwie gefordert, ja, da muss jetzt aber mal dringend nicht, der Tod von Nawalny und da müssen wir jetzt Russland für verurteilen. Und da stand dann auch, so, eine ganze Reihe von Ländern hat sich dieser Initiative angeschlossen. Das waren alles EU-Staaten, von außerhalb keiner. Aber da kommt so eine Formulierung, viele Länder hätten sich angeschlossen. Klingt toll. Aber wenn ihr die Formulierung in den Medien seht, heißt das, irgendwie ein kleiner Teil der Welt hat sich dem angeschlossen, der Großteil der Welt ist dagegen. Apropos Nawalny, also bei uns ist es ja so, dass immer noch Putin als der alleinige Schuldige gilt, so nach Motto, der hat ihm persönlich die Halsschlagader aufgebissen, vampirmäßig. Ich übertreibe, aber letztendlich läuft es darauf hinaus, dass in den deutschen Medien ganz klar ein Auftragsmord von Putin an Nawalny stattgefunden hat und der als jetzt der große Märtyrer aufgebaut wird. Jetzt hat aber der Geheimdienstchef von des ukrainischen Militärgeheimdienstes, ja, Kirill Budanov selber schon vor einigen Tagen bekannt gegeben, dass die offizielle Todesursache Blutgerinnsel die richtige ist. Und das hat viele Leute natürlich sehr, sehr überrascht, warum jetzt gerade der ukrainische Geheimdienst hier den Russen mehr oder weniger die Schuld abnimmt an dem Tod von Nawalny. Wie kannst du dir das erklären? Ich meine, im deutschen Medienraum ist das überhaupt nicht thematisiert worden. Da wird weiter drauf rumgeritten, böser Putin. Aber wie kannst du dir das erklären, diese Äußerung von Budanov? Ja, ich weiß nicht. Er sagt es ja relativ locker. Die Journalisten fragten ihn. Ich muss Sie enttäuschen, aber es waren nicht die Ja, Russen, ja? waren nicht die Russen, war natürlicher Tod. Warum, wie gesagt, warum er sowas gesagt hat, weiß ich nicht. Nur Budanov steht nicht im Verdacht, ein russischer Propagandist zu sein. Und in der Regel stimmt ja die Aussage nicht. Wenn die Amerikaner etwas sagen, was schlecht für sie aussieht, dann dürfte es die Wahrheit sein. Weil niemand macht sich selber freiwillig schlecht. Und das gilt auch hier. Das heißt also, wenn der Budanov etwas sagt, was für Russland gut ist, dann ist das eher nicht seine Lüge. Er wird ja nicht zugunsten Russlands lügen. Also, ich weiß es nicht, warum er es gesagt hat. Er hat es gesagt. Und wieder interessant, ne? Lange lebe die Lückenpresse. Hat man das in Deutschland in den Medien erfahren? Wohl eher nicht. Nope. Ja, also Was wir die erfahren, deutsche. ist natürlich diese fast schon Heiligsprechung jetzt von ihm und natürlich dann der Aufbau seiner Frau als quasi jetzt legitime Erbin seines politischen Vermächtnisses. Die durfte ja schon zum Biden anreisen.
Und da ganz. Kommt aber nicht. Also, ach doch, einmal war sie da, stimmt. Jetzt, Einmal sie war kommt sie jetzt. bei ihm in der EU, hat sie gesprochen auch. Und im Gegensatz zu dem Outfit, wie sie sonst hat, ist sie da eigentlich recht hochgeschlossen gewesen mit so einem schwarzen Kleid, Gewand mit weißem Kragen. Das sah schon fast ein bisschen aus wie so eine Ordenstracht, ganz ehrlich, so richtig züchtig. Da sieht man auch, dass da die PR-Strategen wie bei Baerbock natürlich dran sind. Du brauchst da, du musst da hier. Hotpants passt da nicht im EU-Parlament und so. Ja, und Aber vor allem interessanterweise. muss nach trauernder Witwe aussehen. Schwarz muss auf jeden Fall sein, bloß nicht farbenfroh. Ja, genau. Und jetzt pass auf, ganz aktuelle Meldung. Beide Frauen, Frau Selenskaja, die Frau von Selenskyj, als auch die Nawalnaja, wurden eingeladen zur letzten Regierungserklärung von Biden, die ganz berühmte State of the Union Address. Das findet, glaube ich, einmal im Kongress statt und es wird jetzt die letzte sein von Biden. Und beide Frauen haben abgesagt wegen. Selenskaja hat gesagt, ja, sie hat da schon einen früheren Termin ausgemacht in einem Waisenhaus. Ich weiß nicht, ob Waisen so einen Terminkalender haben, dass man das nicht verschieben könnte. Und die Nawalnaja hat gesagt, nee, ich bin dann schon müde, ich gehe da nicht hin, weil ich habe so viele Reisen gehabt. Also jetzt überleg mal, die zwei wichtigsten Frauen, Nawalny und Selenskyj, gehen nicht zur State of the Union Address, wo sie ja eigentlich das ganze Geld von den Amerikanern wollen. Dann muss man doch eigentlich hingehen. Aber beide, nö. Ja, die sind nicht hingegangen, genau. Also die Ukraine mag Zelensky, mag Nawalny auch nicht, weil der fand das mit der Krim nicht so schlecht. Nawalny ist ja immer noch russischer Nationalist gewesen, aber nicht vergessen, sondern radikaler Nationalist. Ach, das taugt den Ukrainern nicht, was der gesagt hat. Das taugt den Ukrainern überhaupt nicht. Der hat zwar die ganze Geschichte jetzt abläuft verurteilt, aber das ist, war den Ukrainern egal. Das heißt, die Nawalna wollte nicht, die hat das auch offiziell begründet übrigens, sie wollte nicht, es würde in der Ukraine nicht gut ankommen, wenn sie da in den USA neben der, also die Selenskaja hat das gesagt, sie würde nicht gut ankommen in der Ukraine, wenn sie neben Nawalna da Ach, das sitzen lag würde. an den beiden Frauen, weil die quasi nicht Die beiden kompatibel können sich sind. nicht, die beiden können nicht. Verstehe. Und das Bild von beiden und den Damen zusammen hätte Die Ärger sollten, nein, die verursacht. sollten im Publikum sitzen, neben Jill Biden. Ach Und so, die Damen in Einigkeit. Ja, so. die wollten aber nicht aufs, die wollten nicht zusammen ins Bild. Das ist die ganze Geschichte. Und dann sagt man, ich habe einen Termin im Waisenhaus. Genau. Aber wobei, ich weiß nicht, das ist wieder wahrscheinlich deutsche Medien. Der Spiegel hat das sogar relativ ehrlich berichtet, dass es da zwischen denen einen Konflikt gibt. Aber wahrscheinlich haben das wieder nicht alle Medien gemacht. Und irgendwelche Medien schreiben da so einen Scheiß vom Waisenhaus. Das waren schon sehr eindeutige Erklärungen, in denen sie gesagt haben, wir sitzen nicht nebeneinander. Das wird nichts. Wir mögen uns nicht. Okay. Ja, ich sag nichts mehr. Mich wundert das alles Das, nicht, ne? Das ist ja, aber ja. das ist Ein die andre, Kunden. Thomas, zum Schluss, ein anderes Ereignis wirft seinen Schatten voraus. Am nächsten Wochenende, 16. 17., gibt es die Präsidentschaftswahlen in Russland. Ist es 4- oder 5-jährig? Was ist da der Turnus? Jetzt ist 5 Jahre. 5. Ah, hier siehst du, der autokratische Präsident hat seine Macht wieder gesichert und hat sich gleich Ja, mal. sechs, glaube ich sogar. Ah, siehst du, ganz klar, russischer Unrechtsstaat. 6 Jahre, unverzeihlich. Ironiemodus aus. Es geht in diesem nächsten Artikel um einen Gegenkandidaten zu Putin, der heißt Nadeschdin. Und ich weiß nicht, ob der Westen da jetzt groß drüber berichtet hat, wie undemokratisch das ist, aber er wurde abgelehnt. Er wurde als Oppositionskandidat nicht zugelassen. Kannst du uns das Ja, erklären? der Spiegel hat berichtet. Der Spiegel hat schon versucht, ihn so ein bisschen aufzubauen als den neuen Hoffnungsträger. Nawalny ist er nicht mehr, weil den eh keiner mehr interessiert. Also haben, so, das ist ein, der Nadeschdin ist einer, der im Grunde seit vielen Jahren immer wieder irgendwo antreten will. Der tritt jetzt an für irgendeine Splitterpartei, die so auf 1,5% normalerweise kommt. Aber er ist eben der Einzige, der irgendwie halbwegs prowestlich ist. Ist es der Herr, der da sich gerade hinsitzt mit dem blauen Nein, 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 Anzug? das, die da sitzen, ist die Wahlkommission. Okay, ist nur ein Beispielbild. Okay, alles klar. Ja, weil die Wahlkommission ja die Entscheidung getroffen hat. So, und nun ist es so, also wie gesagt, es kamen ein paar Meldungen und natürlich wurde auch im Spiegel dann berichtet, ja, die haben ihn abgelehnt, die haben abgelehnt, die lassen keine Opposition zu. Haben sie wieder vergessen, die Hälfte zu berichten, weil wer sich von der Partei als Kandidat ins Rennen schicken lassen will, muss 100.000 Unterschriften einsammeln von Unterstützern. Und die werden auch überprüft. Und
Sein Team hat dabei viel verbockt. Die haben also viele Sachen einfach so eingesammelt, dass es nach russischem Recht nicht ging, dass die Unterschriften nicht anerkannt werden konnten. Er kriegte keine 100.000 Unterschriften zusammen. Jetzt machen die westlichen Medien natürlich draus, Russland ist jetzt keine Opposition zu. Der Witz ist, dass der Nadjirschin sich selbst vor der Presse, der wurde gefragt, nach der Entscheidung, hat die Presse gefragt, machen Sie der Wahlkommission jetzt einen Vorwurf? Dann, ne, sagt er, nee, nach geltendem Recht konnten Sie nicht anders handeln. Also ist völlig in Ordnung. Er hat dann noch versucht, irgendwie das Prozedere selbst anzuklagen, nach dem Motto, das ist zu streng oder so. Aber er hatte eben keinerlei Vorwürfe, keinerlei Beschuldigung an die Wahlkommission, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugegangen wäre, sondern er hat zugegeben, dass die Unterschriften so, wie sie waren, eben nicht akzeptiert werden konnten. Zum Teil. Aber liest du dann wieder nicht in deutschen Medien. Solche Sätze lassen sie dann weg. Wie viele andere Kandidaten gibt es jetzt? Ich glaube, es sind vier insgesamt. Und in welchem Prozentbereich werden die dann laufen? Weil meines Kenntnisstands nach ist die Zustimmung bei Putin um die 80%. Steht an der Spitze aller Politiker auf der Welt. Es gibt keinen Politiker, der gerade so eine große Zustimmungsrate hat. Schon länger. Das ist auch mal ein Zeichen dafür, wie groß der Diktator ist da, ne? Also was für ein Diktator Putin eigentlich ist. Ich hoffe, dass das die Leute immer als Ironie verstehen, weil manche Leute gehen da so steil, wenn man sowas sagt. Das war Ironie. Aber wie gehst du aus? Von welchem Ergebnis gehst du jetzt aus? Klar, er wird wiedergewählt werden, das können wir eigentlich annehmen, aber die Frage ist nur die Höhe der Zahl. Ja, also 50 plus auf jeden Fall, das geht im ersten Wahlgang durch. Ob er 70% kriegt, 60%, ich weiß es nicht, aber er ist beliebt. Es ist einfach, das ist in Russland, selbst die, die früher kritisch waren, inzwischen, da sind so viele, die begriffen haben, der Typ ist wirklich beliebt Ich weiß nicht, ob du hier. das gesagt hast, dass er vielleicht sogar zurücktritt, dass er jetzt, das war wohl seine letzte Amtszeit, also die Ja, nee, jetzige, die das ausläuft. kann ich dir erklären, das habe ich gesagt, und zwar vor 2 Jahren, vor Das zwei warst oder du, drei gell? Jahren. Da haben wir mal drüber gesprochen, ne? Ja, aber natürlich habe ich die Aussage nach Februar 22 zurückgezogen. Weil in dem Augenblick, wo so ein Konflikt läuft, kann der Präsident nicht sagen, ich gehe da mal nach Hause. Ich gehe jetzt auf die Krim zum Angeln. Naja, also Ja, das geht nicht, ja. wenn der ganze Blödsinn da nicht passiert wäre in der Ukraine, bin ich immer noch der Meinung, er wäre jetzt gegangen, hätte sich vielleicht irgendwo in den Sicherheitsrat gesetzt als Vorgesetzten, als Vorsitzenden, um dann von da aus noch ein bisschen Finger am Puls zu haben und hätte einen neuen eingesetzt. Aber in der jetzigen Situation ist es natürlich Quatsch. Also ist Du auch die kannst immer Spekulation, wer es bitten. geworden wäre, jetzt eigentlich doof. Hätte Medvedev nochmal hier als Kronprinz Nee, eine also gut, ich weiß es nicht. Gut, also, aber ich vermute, dass da irgendeiner 40, 50-Jährige gekommen wäre, nicht irgendein, Medvedev ist ja auch ungefähr Putins Jahrgang, ein paar Jahre jünger, der ist ja auch nur übergegangen. Also Putin hätte sicherlich einen ausgesucht, der die nächsten 20 Jahre gestaltet. Also Putin ist ja sehr für Strategie und da jetzt einen zu setzen für 5 Jahre oder 10 Jahre, das ist, ne, sondern schon einen, die Sache bitte richtig und langfristig in die Hand nimmt und nicht nur auf seine eine Amtszeit guckt. Wie alt ist er jetzt, Putin? 72? Irgendwie sowas. Das heißt, nochmal 6 Jahre, dann wäre er 78. Okay. Ungefähr so alt wie Biden, als er dann das Amt angetreten hat. Ja gut, also ich meine, man muss ja mal gucken, das ist ja sehr individuell. Ein Konrad Adenauer war fast 90 und noch hell im Kopf, als er, ne, man Roosevelt, muss ihn nicht gut finden, aber da war noch hell im Kopf und konnte seinen Job machen mit schau 90. Roosevelt an, ne? Der war auch, auf Yalta war der auch schon sehr betagt, ne? Ja, der war vor allem krank, das ist eine andere Frage. Aber alt ist ja nicht zwangsläufig debil, ne? Also nicht dement. Es gibt ja andere Beispiele. Kissinger. Kissinger bis zuletzt, Helmut Schmidt. Wobei Helmut Schmidt sagt, am Ende war sein Gedächtnis schon löchrig, aber manche werden ja glücklich mit dem, was er dann noch hat an Gedächtnis. Ich wollte es gerade sagen. Der alte Helmut Schmidt ist immer noch um Längen besser wie manch einer, der jetzt gerade aktuell Wie rumrennt. manch ein Scholz oder Baerbock zusammen, ja. Ja. Nein, aber das ist, wie gesagt, muss man abwarten. Im Augenblick ist Putin ja fit. Werden wir alles sehen. Okay, also Also, wie gesagt. die russische Langzeitstrategie geht weiter, wie manch einer befürchtet, ja. Also da wird jetzt noch mal einige Jahre Putin gehen. Zieht es dann auch durch? Ich habe mal aufgeschnappt, dass der Putin ja quasi mit dem Land verheiratet ist. Der lebt, glaube ich, nicht mehr mit seiner Frau und seiner Tochter Nö, ich zusammen. bin schon lange geschieden. Und er ist mehr oder weniger wie so ein Eremit, der quasi sich selbst als Aufgabe gesetzt hat, das Land
sozusagen zu verwalten. Ist der so drauf? Hat der überhaupt irgendeine Art von Privatleben? Gibt es da etwas? Weißt du? Ich kenne ihn nicht. Woher soll ich das Warst wissen? schon länger nicht mehr golfen mit ihm, gell? Ja. Nee, also nee, überhaupt nicht. Der lädt mich nie ein. Aber gibt es da irgendeine Erkenntnis? Wie ist Putin privat? Gibt es im russischen Fernsehen Dokus über ihn? Nein, Wie nein, ist nein, sein macht er nicht. Haus eingerichtet? Sein Nein, nein, Hund? nein. Sein Goldfisch? Putin, alles Nichts. Privatleben ist raus. Es gab neulich eine große Sensation. Eine Tochter von Putin hat ein Interview gegeben. Das ist hier durch die Medien gelaufen, weil das eben alles wirklich selten ist. Aber die Tochter ist Genetikerin und hat irgendwas über Genetik und Genforschung und so erzählt. Egal. Aber es muss doch dem russischen Volk dürsten nach solchen Informationen. Nein, Ich will jetzt die nicht Russen sagen, dass sind der blöd. gottgleich ist, aber es ist ja doch der große anerkannte Führer, der dieses Land massiv geprägt hat und auch vorangebracht hat. Da muss es doch ein Interesse geben, auch seitens der Medien in ihn ein bisschen reinzugucken. So, erzähl mal ein bisschen, Wladimir, komm, was hörst du für, hörst du auch mal die Stones ab und zu? Weißt du, solche Geschichten so Homestory-mäßig? Nee, das Gar ist nicht nichts. Westen, dieser Scheiß. Die Russen, also erstmal, er will es nicht und die Russen können auch gut ohne leben. Denen geht es darum, macht er seinen Job gut und nicht, welche Musik hört er. Ist Das ist ja erstmal klar. wurscht. Und trotzdem will Omi Nadjeschda auch wissen, was Putin denn gerne, zu wem er betet oder sonst irgendwas. Also Ja, ist ja bekannt. Putin ist gläubiger orthodoxer Christ. Also es gibt Gerüchte, er hätte eine Liebhaberin gehabt und es gibt auch Gerüchte, die hätten irgendein Kind, aber das sind alles unbestätigte Gerüchte, keiner weiß nichts Genaues nicht. Okay. Putin hat mal irgendwann, wurde er mal gefragt, wie das ist mit seinen Enkeln, sagt er, ja, ich habe nicht viel zu tun, aber die Zeit, um Enkel zu spielen, habe ich auch schon, nehme ich ja schon noch und so, aber das ist doch alles, es gibt nichts. Weil an Tucker Carlsons Stelle hätte ich auch zwei solche Fragen reingehauen. Weißt du so, Herr Präsident, wie gehen Sie mit dem Ganzen um? Gibt es einen Moment, wo Sie abschalten können, wenn Sie durch den Park laufen? Haben Sie solche Momente überhaupt? Wie Das, die geht's? Fragen hat er ja früher schon auch beantwortet, er macht ja Sport. Er schaltet Kampfsport. beim Sport ab. Er macht ja immer noch sehr viel Sport. Kampfsport, Judo, Schwarzgurt, Ja, alles nee, klar. nicht nur das. Der hat ja, das ist ja, wenn du die alte Doku von Seipel anguckst von vor 10, 12 Jahren, damals hat Putin ja gerade Eishockey gelernt. Ja, der hat ja irgendwann angefangen, ich will Eishockey spielen, dann hat er angefangen, Schlittschuh zu laufen und ist also nach der Arbeit immer irgend so eine Eishalle gefahren und ist da, ne, er ist wie gesagt Leistungssportler immer gewesen Und eine und ist ganze dann schon Mannschaft wirklich vom 2 Stunden. FSB. Ist dann auf die 2 Stunden Runden gefahren, um sich im Eislaufen zu lernen. Und der FSB musste dann ein Team zusammenstellen, dass er da spielen kann gegen Leute, oder wie? Die haben dann nachher, als so einigermaßen darauf rumlaufen konnte, sein Leibwächter haben wahrscheinlich auch mitgemacht, sollen die da in der Ecke sitzen. Das sind ja also als sportliche Typen, so Leibwächter. Das soll dann eben zum Training auch Spiele gegeben haben. Er und seine Leibwächter, 2 Mannschaften, haben sie ja gespielt. Krass. Ja, also oder eine andere Geschichte, also er ist jetzt kein begnadeter Pianist, aber er hat irgendwann Bock gehabt, Klavier zu lernen und plötzlich konnte er ein bisschen Klavier spielen. Also der hat solche Sachen macht er. Also, ne? Das ist so ein Typ, der eben mit sowas, der nimmt sich so solche Sachen und dann macht er damit seine. Der schaltet da ab, wenn er was anderes macht. Sei es mal Sport oder. Mein privates Interesse an ihm ist jetzt eher begrenzt, aber er ist eine prägende Figur der Weltgeschichte, die seit so vielen Jahren jetzt da auch an einer entscheidenden Stelle sitzt. Und da dachte ich, da gibt es halt mehr, was man von dem Privatmensch Putin eigentlich kennt oder so. Das ist alles, das halten sie gut unter Verschluss. Es ist, wie gesagt, er ist sportlich. Das ist wohl das, womit er sich in der Freizeit wohl abschaltet. Aber. Ja, aber doch einen Spaß hat er wahrscheinlich zu unserem letzten Artikel. Er trollt gerne Joe Biden und das Weiße Haus. Was hat er gemacht? Hat er irgendeinen satirischen Twitter-Account errichtet, wo er die ganze Zeit böse Biden-Memes postet oder was ist da los? Ja, nee, eben das Gegenteil. Die haben sich anscheinend wirklich Spaß gemacht, der Putin. Und zwar nach dem Tucker-Interview, da gab es ja dieses Interview mit einem russischen Journalisten, wo Putin auch gesagt hat, na, das Tucker-Interview war jetzt nicht so toll, da hätte ich gerne kritischere War Fragen gehabt, das lasch, war mir war alles, es ein bisschen lame, hat er gesagt. Also. war ein bisschen langweilig. Und er wurde dann von dem Journalisten auch gefragt, ich weiß nicht, ob bei denen oder beim anderen Interview, wurde er auch gefragt, sag mal, Herr Putin, wer wäre denn jetzt für uns der bessere US-Präsident, Trump oder Biden? Und hat er nicht Biden gesagt, aus Spaß? Ja, Ja? nicht zum Spaß. Er hat das sogar erklärt. Er hat das erklärt. Biden ist berechenbar, da wissen wir, was wir haben. Aber Biden wäre für uns besser. Und das ist natürlich jetzt für die Amerikaner. Ne? So, Putin mischt sich in die Wahl für Trump ein. Das ist natürlich Ätz. So, das heißt, dann ist Biden aufgestanden.
und hat also bei einer Wahlkampfrede Putin als verrückten Hurensohn bezeichnet. Holy shit. Ja, das ist auch, kam in Russland gut an. Oh. Ja, das war also, ne, crazy son of a bitch. So. Und dann wurde Putin von dem Journalisten nochmal gefragt. Jetzt hat Biden sie so bezeichnet. Dann sagt Putin, ja, das bestätigt nur meine Worte, dass Biden für uns besser ist. Der ist berechenbar. Das war doch klar, dass er so reagiert. Nur noch so, ja, wir mischen uns in die Wahl ein, zugunsten Biden. Wir wollen Biden. Und Taktik, um damit Trump zu helfen, vielleicht Nein, ach, das sind, nein, Doppeldenkbande, nee, nicht. der Trump ist doch für die Russen auch nicht gut. Der Trump, ich meine, gut, der ist das kleinere Übel aus meiner Sicht, aber wenn du es aus der russischen Sicht siehst, Trump hat mehr Sanktionen verhängt als Obama. Also Trump konnte mit dem Druck der Öffentlichkeit nicht umgehen wegen Russia Gate. Also der wurde vor sich hergetrieben, wie auch immer. Auf jeden Fall, seine Politik war nicht pro-russisch, sie war eigentlich antirussisch de facto. Trump hat die ganze Venezuela-Geschichte losgetreten, was die Russen auch nicht gut finden. Trump hat das Atomabkommen mit dem Iran gekündigt und Trump ist Mitschuld an der Eskalation in Gaza. Das muss dir klar sein. Das ist ein Kind von Gaza, von Trump. Durch die Anerkennung von Jerusalem als Hauptstadt, Genau. ne? Weil danach kam nämlich das ganze Theater an der Al-Aqsa-Moschee, wo Israel immer wieder Theater macht. Und die Hamas hat ganz klar verkündet, die Aktion vom 7. Oktober war eine Reaktion auf das, was Israel an der Al-Aqsa-Moschee macht. Also diese Geschichte, 7. Oktober, das ist eine Sache, die ganz dick auch auf Trump zurückzuführen ist. Also der hat zwar keine neuen Kriege angefangen und für die US-Bürger auch eine gute Politik gemacht wirtschaftlich, aber der hat auch viel Scheiße gebaut. Dass die Russen von dem nicht begeistert sind, ist klar. Also ich meine, das ist ja kein Pro-Russe, im Gegenteil. Wir haben ja So, auch und schon oft gesprochen, dass Trump in seiner Amtszeit eigentlich mehr oder weniger vom Tag 1 an behindert wurde. Es gab tausende Stellen von Beamten, die nicht besetzt wurden, weil Leute Angst hatten, wenn sie für ihn arbeiten, kommen sie nie wieder irgendwo hin in ein Ministerium. Das Pentagon hat offen gegen ihn gearbeitet. Er hat irgendeinen Truppenanzug angekündigt und die haben gesagt, nö. Also, denkst das du. Außenministerium hat gegen ihn gearbeitet. Denk an die Botschaft in Jovanovic in Kiew, die komplett gegen Trump gearbeitet hat, bis Mai 19, als sie gefeuert wurde. Jetzt mal nur ganz kurz noch Thema Trump wird Präsident und ab nächsten Jahr, 20. Januar, könnte er dann loslegen. Würde das für den Krieg jetzt in der Ukraine dann das Ende bedeuten? Naja, Hätte es er ist klar. überhaupt die Macht zu sagen, ihr geht jetzt raus? Also seine Truppen abziehen, die Berater rausziehen, zu Zelensky sagen, Schicht im Schacht, Friedensverhandlungen, morgen, ich komme vorbei, Air Force One, wir treffen uns in Minsk wieder mal. Ich habe keine Ahnung, warten wir es ab. Der Punkt ist, wurde gerade gemeldet, Trump hat offensichtlich irgendein Think Tank, mit dem er zusammenarbeitet. Ich habe den Namen vergessen. Aber so nach dem Motto konservativ-christliches Amerika, so in die Richtung. Und die machen Listen. Die wollen 50.000 Regierungsbeamte rausschmeißen, wenn Trump ins Weiße Haus kommt. Nochmal, Trump, der Think Tank, der für Trump arbeitet, arbeitet jetzt schon daran, den tiefen Staat quasi auszutrocknen. Ja, die wollen, wenn Trump ins Amt kommt, seine 50.000 Leute rausgeschmissen werden und ersetzt werden. Den Fehler will er nicht nochmal machen. Also das Ding ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Präsident wird. Der verschluckt vorher ein Kaugummi. Also das ist, kannst du mir, weil das lassen sie nicht zu. Wenn das passiert und der wirklich ins Amt kommt und dann da den tiefen Staat auf die Straße setzt, dann ist aber Kanne. Also ja. Bist du bei der Wahlnacht wieder dabei? Wir müssen da unbedingt wieder Live-Coverage machen und dann diesmal ohne Wette, bitte. Die letztes Mal. Was ist denn dann mit deiner Flasche rum, wenn nachträglich rauskommt, dass das wirklich Betrug war? Wenn das dann Es ist wirklich völlig auch. egal. Die Wette war, bleibt Trump Präsident oder nicht? Wir haben nicht gefragt, was Betrug war oder nicht. Die Na, Frage komm, ey, ist das ist auch Erbsenzählerei. Also Nein, das ich ist bin keine ins Bett Erbsenzählerei. gegangen mit dem festen Glauben, dass Trump gewonnen hat und am nächsten Tag war es andersrum und Aber das die Stück. Wette ist ja danach entstanden. Hast du es vergessen? Die Wette ist entstanden danach, weil es dann um die Frage ging, ja, aber das ist ein offensichtlicher Betrug gewesen, sage ich ja auch. Aber jetzt kommen die ganzen Gerichtsprozesse und so. Trump kriegt das Ja, durch, der ich bleibt weiß. Präsident. Und So, das da war war die ich Wette. Da eben habe ich so, gesagt, das wird nicht passieren. Das ich hat die war der Demokratie nicht Meinung getan. damals, es ist so offensichtlich mit diesem Treppensprung da bei diesen Auszählungen und das war damals schon so offensichtlich.
dass da gemauschelt und betrogen wurde, dass ich dachte, das geht niemals durch, das geht niemals Also, durch. Und Biden kann auch nicht Präsident werden, weil der so senil ist. Aber jetzt sind wir 3 Jahre später und ich sage, was für ein Scheiß, ja. ja, der Punkt ist, ich habe dir das immer gesagt, du hast einen Denkfehler gehabt, du hast die Macht der Medien unterschätzt, was die alles unter den Teppich Und kehren des tiefen können. Staates einfach, ja. Ja, vor allem die Medien. All die Sachen, von denen du gesagt hast, das können die gar nicht geheim halten, haben sie geheim gehalten. Bidens Demenz haben sie 3 Jahre verschwiegen, jetzt plötzlich kommt sie raus. Das mit den Wahlen, mit den ganzen Treppensprüngen da, das haben sie bis heute nicht, das ist alles nur gelogen. Und dass die Richter nicht anders entscheiden konnten, während Black Lives Matters auf den Straßen die Laternen angezündet hat, Ja. war auch klar. Überleg mal, das war November 20. Das heißt also, da war auch gerade die Corona-Nummer gerade so am Hochlaufen. Und was wir gesehen haben, was während Corona alles möglich ist, ja, wenn wir das jetzt auf andere Dinge des Weltgeschehens übertragen, mich wundert gar nichts mehr, ganz ehrlich. Nach der Ja, aber damals hat sich doch Korrektivgeschichte. gewundert. Nach der Korrektivgeschichte jetzt, dass die mit so einer Luftnummer das halbe Land in Wallung versetzen und da Leute auf die Straße bringen zu Millionen. Du kannst den Menschen jede Karotte vor die Nase halten und die rennen hinterher, wie der Esel, IA, ne? Ja. Übrigens hat Korrektiv, habe ich gerade in meinem Auge gelesen, schon wieder einen neuen rausgeholt. Korrektiv hat jetzt einen Faktencheck gemacht und festgestellt, ich hoffe, du sitzt bequem, Moment, 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 festgestellt, Moment, wenn was kommt jetzt? Lass mich erst. Ich bin in Korrektiv meiner Mitte. Faktencheck, ja, Korrektiv Faktencheck, Scholz hat Unrecht, die Taurus in die Ukraine zu schicken, wäre keine deutsche Kriegsbeteiligung. Korrektiv hat es. Kennst du diesen einen Typ, der damals diesen Preis gekriegt hat für die MH17 Berichterstattung? Wie heißt der? Markus Bentnatz, mit B. Ich und Namen. Also ein Also, Bettnetz gab es, ja, wovon ich wissen nicht kann. Bettnatz, das war ein Korrespondent oder ein Journalist, sondern Bensemann. Ich glaube, Bensemann heißt der. So, irgendwas. Der hat damals den Preis gekriegt für diese Reportage MH17 und so und ganz groß. Und der saß jetzt neulich bei Lanz und als Beispiel ging das eben auch durch die Medien, als durch die alternativen Medien, weil der so dermaßen für Krieg getrommelt hat. Also, das hat noch Hofreiter, Zimmermann und Kiesewetter getoppt. Und der ist von Korrektiv. Also das war wirklich auch eine Leistung. So eine Aussage und auch mit einem Inbrunst der Überzeugung, weißt du, so mit wirklich Kraft in der Stimme, so das muss jetzt sein und wir hauen denen die Beine auseinander. Und dann schließt sich auch der Kreis für unser ganzes Gespräch heute so die Zeit der Bellizisten, ja, so. Die Zeit der Kriegstreiber. Ich hoffe, dass sie nicht gewinnen. Ich hoffe, dass sie durch Leute wie uns oder Menschen, die einfach dadurch verstehen, dass sie sich nicht leider verarschen lassen, die dann einfach, dass da einfach das Ganze ja nochmal abgewandt wird. Nein. Der ganz große Konflikt. Der ist doch schon da. Nochmal, den Atomkrieg wird es nicht geben, weil den gibt es höchstens als aus Versehen. Aber den will keiner. Aber was ist denn der große Konflikt? Der große Konflikt jetzt in der Ukraine ist er doch da. Und wenn jetzt morgen, weiß ich was, von Rumänien aus die F-16 starten, dann ist er auch in Rumänien. Das meine ich mit dem großen Konflikt. Ja, gut, ja, ne, NATO ich denke. schickt aus Rumänien Nein, nicht NATO-Flugzeuge. NATO. Nicht NATO. Rumänien schickt. Das ist nicht NATO. Aber es sind NATO-Flugzeuge. Nein, die Ehemalige sind NATO-Flugzeuge. ukrainisch, wurden der Ukraine geschenkt. Ja, okay. Lass das jetzt mal vorbei. Ich will das Szenario zeichnen. NATO-Kräfte kämpfen in der Ukraine. Russland sagt, ihr seid da gestartet, schießt da Raketen hin. Darauf fliegt von hier wieder eine Rakete, dann kommt eine größere Nein. Rakete zurück. Nochmal, nein. Die Amerikaner haben es doch klar gesagt. Das ist alles kein NATO-Fall. Wenn Rumänien in den Krieg will, den Ukraine Flugplatz, ist der ein Risiko. Ja, aber wo siehst du dann die große Eskalation jetzt, wenn die sich Ja nicht gut, gegenseitig... mal sehen, ob sie es schaffen und wie viele europäische Länder sie noch dazu überreden, da reinzugehen. Könnte eskalieren heißen Wirtschaftscrash, weißt du, dass irgendwie da Ja, alles zusammen. den kriegt ihr doch so. Den kriegt ihr doch sowieso. Den Wirtschaftskraft habt ihr doch schon. Die Wirtschaft wandert ab. Ich weiß nicht, 30, 40% der Unternehmen wollen weg. Irgendwie, ich glaube, 20% haben finanzielle Probleme.
Ein Ende der Geschichte ist nicht in Sicht, weil ihr irgendwelche Ich weiß, ich Lieferkettengesetze weiß, und ich keine weiß. Schiffe Ich habe mich entlassen jetzt habt. gerade versucht, in das Gesicht von irgendeinem Zuschauer X zu versetzen, wo du gerade so einen Nebensatz, den kriegt er doch sowieso. Schweigen. Ist doch So nach dem schon Motto, da. was Ihr willst du denn merkt es eigentlich? nur nicht, weil die Bundesregierung bis letztes Jahr 200 Milliarden pro Jahr reingepumpt hat, um das abzufedern. So, und dann gibt es noch irgendwelche Kurzarbeitergelder und weiß ich was alles. Aber das ist doch alles nur Verzögerungstaktik. Ja, ich spreche jetzt hier von einem Black Friday Event 1929, Ripple-Effekte durch die ganze Welt, dass da quasi das ganze Weltgefüge mehr oder weniger finanziell daran krankt, weil der Rest der Welt ist auch nicht so gut aufgestellt, auch wenn die BRICS da was anderes sollen. Es ist nicht so, dass da alle so Hurra schreien und wir sind so unabhängig, ne? Nein, natürlich nicht. Die Sache, darum würden auch die G20 auch nicht über die Ukraine reden, weil die sagen, es gibt richtige Probleme und nicht den Kampf der USA gegen Russland und die Weltherrschaft. Das ist nicht unser Problem. Ja, so deshalb wollen sie nicht drüber reden. Es freut sich keiner drüber. Aber ich ja auch nicht. Aber es ist einfach objektiv so, dass Europa auf dem absteigenden Ast ist. Erstmal machen sie es mit den ganzen Gesetzen kaputt. Dieser ganze Green Deal Quatsch. Also, ja, was sie da für Kohle rausholen, für nichts. Nur, es sei daran erinnert, die ganze Windkraft- und Solargeschichte funktioniert eben nur wegen der Förderung der staatlichen. Ist ja nicht so, dass sich jemand freiwillig ohne staatliche Förderung eine Windkraftanlage in den Garten stellt oder einen Bauer auffällt, weil ihm das so viel Geld bringt. Nein, der tut das, weil der Staat es fördert. Ja, diesen ganzen Schwachsinn, sie machen sich doch selber kaputt. Und jetzt haben sie es noch hingekriegt, sich durch die Lieferkettengesetze und vor allem durch die Abkehr vom russischen Gas die Produktion so teuer zu machen, dass die Chinesen den ganzen Scheiß produzieren. Super. Und alle Oder hier die abhauen. Leute oder die Amerikaner. Also, gibt ja auch keinen Hinweis darauf, dass sich das jetzt ändert, dass sie irgendeine Entscheidung treffen, um da irgendwie gegenzusteuern. Warum? Von daher mir zu sagen, da kommt ob der große, ja, der läuft schon. Und es ist keiner da, der auch nur einen Ansatz von Kursänderung. Die rennen noch weiter in die Richtung. Ich weiß, das tut jetzt weh, der Röper, das blöde Arschloch, jetzt sind solche Sachen, aber irgendwer muss es ja sagen. Irgendwer muss es doch mal sagen. Mir ist das schon lange bekannt. Es war nur dieses, läuft doch schon. Habt ihr doch schon. So nach dem Motto, ihr seid doch schon im Arsch. Was willst du denn? Ja, ist ja nun mal leider so. Das ist ja das Problem. Und dann hast du die ganzen Typen von Korrektiv und so, die sich im Fernsehen setzen, ihre Scheiße erzählen und dann hast du noch 40%, die den Mist auch noch glauben. Tendenz fallend. Das ist die einzige, der Strohhalm, an dem ich mich aufziehe, dass die Absurditäten immer noch krasser werden und dadurch natürlich doch der ein oder andere plötzlich so einen Aha-Moment hat. Und Ja, was bringt's? Gelbwesten. 70% waren gegen Macron. Was hat sich geändert in Frankreich? Ach so, die Bauern, die Bauern sind jetzt schon das krass. Demonstrationsrecht wurde verschärft. Das hat sich geändert, ja. Westliche Demokratie ist, wenn keiner seine Regierung mag, gegen sie auf die Straße geht und es sich nichts ändert. Das ist westliche Demokratie. Irgendwann wird sich diese Zeit ändern. Die Frage ist nur, welcher Zustand dann da in den Gesellschaften passiert. Jedes System hat bisher irgendwann sein natürliches Ende erreicht und es kam was Neues. Ich frage mich nur, was sind die Kosten des und wann das stattfindet. Das ist die große Frage, ja. Wir fragen uns jetzt heute nichts mehr. Wir machen den Deckel zu. Hast uns jetzt das Wochenende richtig schön aufgebaut. Mit einem wohligen Blick starten wir alle in das Wochenende hinein. Mit dem aus mir heraus sprühenden Optimismus. Genau, ihr seid alle im Arsch, es hat keinen Sinn mehr, grabt euch ein. Nee, ich bin Nein, innerlich, es ganz ändert ehrlich, was. ich habe innerlich, ich will nicht sagen, dass ich mich freue an dieser ganzen Situation, sondern es ist eher so, was ich seit Jahren lese und beobachte, wird jetzt live und in Farbe real, jeden Tag immer mehr, die Absurditäten werden immer offensichtlicher und das freut mich innerlich, weil wir das schon seit so vielen Jahren begleiten und dadurch natürlich dann auch. Ja, ich baue mich daran auf, dass ich nicht auf dem Holzweg war die letzten Also 20 Jahre. das heißt, im Klartext, du hast immer gesagt, mein Haus wird irgendwann brennen und jetzt freust du dich, das Haus brennt und du recht hattest. Mein Haus wird nie brennen. Und ich werde auch nie in einem Land leben, wo ich irgendwann auf der Straße Körner aufsammeln muss. Dazu ist diese Gesellschaft viel zu resilient, auch durch die Geschichte gestählt. Und komme jetzt nicht mit dem, es ist vorbei. Du kannst ein Volk nicht komplett für immer brechen und auch komplett
ins Unglück treiben. Wir haben schon zwei Weltkriege überlebt und die Leute in der Extremsituation. Wir schaffen auch einen dritten. Nein, aber aus Krisen herauszukommen, das schafft jedes Land. Weißt du, auch Russland hat es geschafft, aus diesen 90er Jahren rauszukommen. Und auch wenn diese kaputte Führung irgendwann mal weg ist, wird es auch wieder hier eine neue Zeit geben. Die Frage ist, ob das in 5 oder 25 Jahren stattfindet. Aber irgendwann wird es soweit sein. Und ich gucke dazu Ja. und begleite das und bin froh, da zu erkennen, dass ich zumindest verstanden habe, was passiert. Lass mir doch meine Befriedigung dessen, dass ich da hinter die Kulissen schauen kann. Du bist ja einer, der da immer diesen Blick weitet. Ja, ich verstehe das völlig, die Sichtweise. Ich sage nur, es ist, ne? Ja, man freut sich, dass man recht hat, wenn gerade alles vor die Hunde geht. Man hätte doch lieber Unrecht gehabt. Es ist nicht alles vor den Hunden. Wir haben immer noch einen höheren Lebensstand wie der größte Teil der Welt. Das darfst du jetzt nicht so tun, als würden hier die Und Leute nur betteln. es ist noch Luft nach unten. Frau Baerbock hat ja gesagt, Kenia ist das Vorbild. Ich weiß, ich hab noch einen langen Du Weg vor stellst euch. es dar, wie wenn hier schon alle nur in der Mülltonne. Nein, aber es geht doch abwärts. Ja, natürlich, aber selbst der Abwärtstrend wird am tiefsten Punkt immer noch höher sein, wie in Ländern, wie es jetzt ist. Ich mag Das nicht haben Sie dieses. 1922 auch gedacht. Tschüss, Thomas, liebe Zuschauer, wir sehen uns beim nächsten Mal. Es hat keinen Sinn, mit dem zu reden. Also, ich bin raus, meine gute Laune lasse ich mir nicht vermiesen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.